Hey, diese Ausgabe des Carpi-Podcasts wird dir präsentiert von RG Fischfeed. Feel the passion of high-quality carp baits. Ein herzliches Willkommen zum Carpi-Podcast. Maurice Kaulbach, Marian Sura und Peter Schwedes nehmen euch mit bei ihrem ganz persönlichen Trash-Talk aus der Szene. Euch erwarten aktuelle Themen, Produkte, Tipps und vieles mehr. Wer jedes Wort auf die Goldwaage legt und kein Niveau-Limbo tanzen kann, der ist hier falsch. Das Ganze ist nicht immer bitter ernst, dafür mit viel Leidenschaft und einer großen Portion Humor. Stellt euch ganz einfach vor, ihr sitzt mit den dreien zusammen beim Angeln, lehnt euch zurück, öffnet ein Bierchen und hört den dreien zu. Und jetzt Mikro frei für die drei Kapitäne. Ein herzliches Willkommen zum Kapi-Podcast. Mein Name ist Marian Sura. Mein Name ist Maurice Kaulbach. Mein Name ist Peter Schwedes, aka der T-Rex-Driller. Genau. Winner, winner, chicken dinner ist er. Er drillende Hähnchenflügelchen von uns. So. The chicken wing. The chicken genau. Wing. Liebe Freunde. Ja, ja. Peter Kentucky Fried Chicken Drill. Genau. So. Ja, Jungs. Ah. Wir haben die 75. Folge und stoßen erstmal an. Jawohl. Ah. Was hast du denn da? Ein Leatherman? Nee, ein Tucker. Oh. Zacker. Geil. Geil. So, also. Kennst du das? Du hast doch nie gearbeitet. Also, 75 Folgen. Zum 75. Mal stoßen wir an, Jungs. Ist das geil? Ah, ist das schön. Geil. Obwohl wir, das gab es, wir haben schon öfters angestoßen. Beim Podcast gab ja ein paar Lost-Episoden. Lost-Tapes. Die Lost-Tapes. Lost-Tapes, genau. War vielleicht auch besser. Also, erstmal, also, Prost. Ja, Prost auf die 75. Folge, Männers. Schön, Prost. Dass wir hier wieder zusammen sind. Genau. Und an alle Zuhörer da draußen natürlich auch. Prost, stoß mit uns an auf die 75. So, was sehe ich da beim Herrn Sura? Radler? Ah, ein Gösser, ich trinke ein Schwedes. Ja. Ja, okay. Und der Schwedes trinkt auch ein Schwedes, wie ich gerade sehe. Ich leibe immer noch von dem Daguna Naturradler, der ist so lecker, aber ich muss zu meiner Verteidigung auch eingestehen, dass ich echt ein hartes Wochenende hinter mir habe. Vatertag war wirklich. War Vatertag, war Männertag. Geil. Geil. Hast du richtig. Was habt ihr so gemacht? Ihr seid ja kein Vater. Ich war ein bisschen angeln. Karpfenangeln an Vatertag, ein Traum. Nee, Vatertag war ich nicht Karpfenangeln. War ich ein bisschen Raubfisch jagen. Ja. So. Komm, was trinkst du denn? Komm, du willst es doch unbedingt sagen. Du, komm, ich war eben einkaufen und da hat mich hier so eine Dose Jack Daniels Cola angelacht. Die war im Angebot. Da habe ich mir gedacht, da nehme ich mir doch mal eine von mit, ne? Schönes Rockergetränk. Schönes Rockergetränk. Ja, der Outlaw. Ja, ich Jackie Cola. Wenn keine Cola mehr da ist, trinkt man das einfach. Pur. Genau. Ja, schmeckt ganz gut hier. So ein nettes Mischungsverhältnis. Kann ich empfehlen. Tja, 75. Folge. Jetzt werden einige wahrscheinlich denken, ey, was ist mit den Jungs los? Jubiläum werden doch bei Carpis immer gefeiert. Also es ist doch, das gibt's doch gar nicht. 75. Folge, es hört sich alles so easy peasy gechillt bei denen an, wie immer. Ist auch. Ja, wir haben es leider zeitlich nicht geschafft, uns zur 75. Folge zu vereinen. Sind wieder räumlich getrennt. Aber wir werden das nachholen. Also wir werden, sag jetzt mal, einfach zeitnah zusammen angeln gehen und dann nochmal eine Folge vom Wasser aufnehmen. Aber es hat leider zur 75. Folge nicht geklappt. Also ja. Der wirkliche Grund ist, wir haben kein Gewässer gefunden, wo ein 75-Finder drin rumschwimmt, damit ich ein 75. zur 75. Folge fange. Ja. Natürlich. Ja, genau das. Wie sich der eine oder andere noch erinnern kann, die 50. Da war was. Da war was. Ja. Leider nein. Aber, wie Maui schon gesagt hat, wir werden das zeitnah und dann auch intensiv nachholen. Auf jeden Fall. Versprochen ist versprochen und wird bei Carpi Podcast nie gebrochen. Ja, sehr schön gesagt, Peter. Freue ich mich auch schon drauf, wenn wir drei Eierköppe uns mal wieder zusammen am Wasser einfinden. Ja, ja, dann ist erstmal wieder komisch, voreinander zu sitzen und aufzunehmen. So, hä? Hey Jungs, wie geht's euch?
Heuschnupfen. Ich wollte gerade sagen, der Peter Schwede ist Heuschnupfen geplagt, das sieht man ihm sogar an. Mir geht's ganz gut. Ich habe ein bisschen so Nachwehen von gestern, Muttertag. ist ja im Hause Kaulbach. Ja, die Mutti muss halt gefeiert werden, ne? Und danach bin ich dann noch an der Joker Bay gelandet. Da hatte One and Only Ruben Eule seine Mutti eingeladen. Und dann ging das dann munter weiter. Und dann bin ich auf jeden Fall auch zu Fuß nach Hause. Das war besser. Ich dachte, du wolltest der breiten Öffentlichkeit jetzt hier, wolltest du dich outen, dass du keinen Vatertag feierst, sondern Muttertag. Achso, nee, du. Warte. Ja, ja. Na gut, ich kann am Samstag hast du, hast, Alter. Du, ich. Ja, und am Samstag hast du ESC geguckt, ne? Nee. Aber ich kann ja theoretisch, wenn ich will, kann ich ja morgen irgendwie als, weiß ich nicht, zerknülltes Trinktütchen identifizieren. So, ne? Das müssen das jetzt alle ertragen. Jeder kann jetzt alles sein. Stimmt. Super, ja. Super. Frau sein ist auch nur noch so ein Kostüm, was ich jetzt anziehen kann. Boah. Hör auf damit. Gehen wir zu den ernsten Themen des Lebens über. Stapelageln. Was steht an? Was steht an? Jungs. Ich würde mal gerne auf das Thema Zickricks nochmal eingehen, was wir letzte Folge da im Zuge der Pop-Up-Farben. Was? Zickricks. Ah, Zickricks. Anderes verstanden. Kannst du Schatz Z, Siboschwa? Ja, auf jeden Fall habe ich ein paar Nachrichten bekommen. Ein paar Leute haben mir so ein paar Tipps geschickt und ein paar Produkte, die ich ausprobieren soll. Und einer hat auch gesagt, er hat es ausprobiert, aber nur Rotaugen und Barsche gefangen, sagt er. Und der hat so gesagt, er geht davon aus, dass es in England so viel besser geht, weil diese Gewässer halt nicht so Weißfisch überladen sind wie hier. Er meinte, da war immer alles schneller wie ein Karpfen. Aber ich habe ja gesagt, ich probiere das aus und ich werde das auch. Ich probiere das dieses Jahr auf jeden Fall mal aus. Ich mache mich jetzt mal ein bisschen schlau, guck mal, was der Markt da so zu bieten hat. Und dann werde ich das nachher Laichzeit, so wenn schön Summertime ist, werde ich das mal ausprobieren. Also der Kaulbach ist der totale Kunstköderangler. Ja, jegliche Fische. Ist dir das mal aufgefallen? Aber dann eine Baitbude haben, ey. Da ist so irgendwas falsch, ey, ne? Aber ich habe ja gesagt, ich habe noch irgendwo diese Wonka Six Sticks so, die wir mal als Muster gemacht haben. Die werde ich dann auch benutzen. Aber fischst du die auch mit dem Drilling? Doppeltrilling, Softbait-System, zwei Drillinge. Ja. Ey. Drilling ist Männersache, ey. Ja. Ja. Wir haben auf jeden Fall auch eine Zuschrift bekommen zu diesem Thema. Und da hat tatsächlich auch jemand ein 50er mitgefangen. Das fand ich schon extrem krass. Auf so einen Foam. Ja. Er sagt halt auch ganz klar, so gerade halt in den tiefen Baggerseen, ne? Mittelwasser, unter der Oberfläche, so die Wassersäule, gerade am Tag, da steht der Fisch. Auf jeden Fall, also ich werde das wahrscheinlich an einem von meinen Vereinsgewässern starten, wo ich mit drei Routen angeln kann, weil, habe ich ja glaube ich in der letzten Folge auch gesagt, da fällt mir das ein bisschen leichter, eine da aus dem Spiel zu nehmen. Aber ich werde es auf jeden Fall ausprobieren und auch nicht eine halbe Stunde und es dann verwerflich schon der Sache so ein bisschen mehr eine Chance geben. Und ich glaube, das ist wie mit so vielem auch, wenn du mal da was gefangen hast, hast du halt schnell das Vertrauen. Ich glaube, der Typ, der einen 50er da drauf gefangen hat, wird das danach schon noch öfter ins Wasser geworfen haben, ne? Ja, mit Sicherheit. Bleibt dann, also, bleibt dann keine einmalige Angelegenheit. Was ich allerdings machen möchte, also wie gesagt, deshalb muss ich mich jetzt mal ein bisschen schlau machen. Die Leute, die sich damit auskennen, sagen vielleicht, ach Gott, wieso weißt du das nicht? Aber ich habe mich jetzt noch wirklich nicht damit auseinandergesetzt. Aber ich hätte schon gerne sowas, wo du während dem Angeln die Tiefe verstellen kannst, ohne den Köder rauszuholen. So Adjustable Sick oder wie das, glaube ich, heißt. Dass du halt die Tiefen, dass du nicht eine Vorfachlänge hast, die fix ist, sondern dass du wirklich noch die Höhe variieren kannst. So, ne? Das finde ich irgendwie spannend. Weil Gibt's ja. Ja, genau. Ich werde mir mal die Tage paar YouTube-Videos dazu zu Gemüte führen. Und mich ein bisschen weiterbilden. Wird er wahrscheinlich endlich sein Meterhecht mitfangen. Der Metamaui. Stell mal vor, das wäre geil, Alter, wenn du damit so einen Riesenhecht fängst. Das wäre geil. Super. Würde ich mich auch kurz cool fühlen dann. Ey, ich sag dir, wenn ich das ausprobiere, erster Fisch, Waller. Wahrscheinlich. Oder direkt so ein Riesenschwein. Ja. Aber ich habe da jetzt tatsächlich die Tage auch noch beim Angeln drüber nachgedacht. Weil an dem Gewässer, wo ich war, halt die ganzen Kaulquappen vorne im Flachwasser waren. Und ich also dachte, ey, das ist so krass. Und wenn du dann einfach dieses schwarze Foam so präsentierst und
das ähnelt halt diesen Quappen so sehr, einfach durch diese kleine schwarze Farbe und das Wasser so voll mit diesen Quappen. Und ich dachte, ey, die Karpfen, die schwimmen da einfach wie so ein Blauwal durch, ne? Rüssel aufhalten und immer rein damit, ne? Wahnsinn. Aber hast du wirklich mal die Karpfen gesehen, wie sie Kaulquappen fressen? Ich wollte gerade sagen, fressen Karpfen Kaulquappen? Fragezeichen. Ja, mit Sicherheit. Ja? Mit Sicherheit, Alter. Also ich sage, bin ja kein Karpfen, Alter. Aber Alter, ja. Naja, ein bisschen also, schon. Ja, stimmt. Ich fühle mich manchmal wie so ein 60er aus dem Euro-Aqua. Curry King. Ja, so gemästet. Ja. Nein, aber Alter, also ich meine, Karpfen fressen Brassenleisch, Karpfen fressen Schnecken, Krebse, Muscheln. Warum sollen die keine Kaulquappen fressen? Also ich habe sie ja schon Laich fressen sehen, ne? Also Brassenlaich. Aber wirklich aktiv Kaulquappen habe ich so. Also ich wüsste es jetzt nicht. So, ich glaube, die schmecken. Sie können nichts. Die Hörer schon wieder Bezug nehmen. Wer hat schon Karpfen gefangen, die Kaulquappen ausgeschissen haben? Ich habe die Lösung. Nur französische Karpfen essen Kaulquappen. Wegen den Fröschen? Oh, Schwede. Ja. Ja. Also, fast alle Fischarten fressen den Laich, Kaulquappen und die Larven von Amphibien. Doch es gibt eine Ausnahme. Das Moderlieschen. Na gut. Ein bisschen, bisschen arg klein. Das ist aber eine Zicke, oder? Das Moderlieschen ist so eine Zicke, ey. Junge, ey. Aber Karpfen, klar, Alter. Also. Ja. Ja. Interessant, sehr, also wirklich eine unfassbar interessante Angelei, aber ich glaube wirklich, wenn du dich an diese Angelei herantraust, dann musst du erstmal, um richtig confident mit der Materie zu werden, musst du irgendwie an so ein Runswater oder so, wo dann auch einfach schnell einschlägt, damit du schnell so ein Vertrauen, was Maui gerade auch sagte, in deinen Handel bekommst, schnell verstehst, wie es funktioniert, was gut ist, was weniger gut funktioniert und was du halt auch für ein Setup brauchst. Ich glaube, da machst du halt auch nicht mit jeder Route. Ich könnte mir halt vorstellen, gerade durch diese langen Vorfächer, brauchst du halt wirklich eine Route mit einer sehr weichen Spitze, ne? Dass halt immer alles abgefedert wird, ne? Also wenn du da jetzt irgendwie so einen dicken, fetten Prängel hast, ne? Aber du kannst das ja, gibt es ja hinten so Magnete, ich glaube von Korda gibt es das so ein Magnet, wo du den Haken festmachst beim Auswerfen, damit er nicht unten im Dreck hängt. Ja. Aber trotzdem, aber wie drillst du das denn, wenn du so ein 6 Meter langes Vorfach hast? Ja, das ist halt nämlich, ne? Also deswegen finde ich jetzt auch so rein vom Gefühl her, diese Adjustable Six, wo du dann nur so 40, 50 Zentimeter Vorfach dran machst, finde ich da, ja, ich kann jetzt nicht behaupten besser, aber macht für mich auf jeden Fall deutlich mehr Sinn und ja, würde sich, glaube ich, für mich auch einfach sicherer anfühlen. Genau, es ist flexibler, variabler, gut, flexibel, variabel geht dann fast Hand in Hand, aber ich glaube, zum Drillen ist einfach besser und, ja, kannst halt einfach die Tiefen schnell anpassen, ohne rausholen, abschneiden, umknoten, umtüdeln. Ne? Ja. Ja, voll. So, ihr Peter, glaubt gar nicht, was wir jetzt hier sehen. Ja, ich wollte gerade sagen. Schwedes hat so eine Spielzeugknarre in der Hand. Verstößt hier gegen das Kiefer. Wartet jetzt, ja. Er wartet förmlich nur darauf, dass wir sagen, Schwedes, was hast du da? Verstoß gegen das Kiefer. Ey, das Verstoß gegen das Kiefergesetz hier. Gleich. Weil an mir ist gerade eine Fliege vorbeigeflogen und ich wollte die abschießen. Und zwar habe ich mir so eine Backesold geholt. Kennst du die? Die so mit Salz schießt? Ja, ja, schon mal gesehen. Zeig mal her das Ding da richtig. Ich sehe das nur so halb. Ja, auch noch in Karp von Realtree hier. Wow. Sieht aus wie meine abgesägte Schrotflinte. Ja, sieht echt aus wie eine abgesägte Schrotflinte. Aber geht voll gut, ne? Also. Ich müsste auf jeden Fall noch den Laserpointer dazu holen. Also geiles Spielzeug. Also ich nehme das auch mal mit zum Angeln, weißt du, wenn du da die nervigen Mücken hast, du kannst dir lauter Löcher in die Zeltwand schießen. Scheiß auf Thermacell, ich habe so eine abgesägte Pumpgun dabei. Ja, genau. Ich hab 3 Kilo Salz verschossen, aber jetzt sind... Da ist er. Der Sniper. Da, warte. Wie er sich freut. Ah, weggeschossen, ey. Alter, ich bin schon voll der Schützenkönig, ey. Aber das ist ja... Okay. So, hat aber nichts mit dem Angeln zu tun. Aber, ich hab da was Sigrix. Ja, Sigrix, genau. Ja, Sigrix. Gut, also ich hab dann jetzt, um bei der Metapher mit deiner Waffe zu bleiben, jetzt mein Pulver auch verschossen, was das Thema anbelangt. Ich probier's aus. Ja, sehr gut.
Schöner Abgang. Ich habe aber noch was anderes Lustiges gefunden, was mit Angeln zu tun hat. Wenn es auch jetzt nicht unbedingt um Seekrings und um Karpfen geht. Aber ich fand es ganz lustig, weil der gute aber Marian... Aber kein Lena Meyer-Landrut-Angelvideo, oder? Peter. Ich weiß gar nicht, wie ich das ertrage hier. Ich weiß das auch nicht. Ist doch eine hübsche Frau, ich weiß gar nicht, was das... Also, verstehe ich nicht. Was hat sonst so einen guten Geschmack? Wir sind uns da sonst einig. Kann ich nicht verstehen. Nee, ich finde es aber ganz lustig, weil der gute Marian Sura, der Kite-Boy ist. Ich habe letztens so einen Raubfischangel-Podcast gehört, da haben die erzählt, wo sie irgendwie in Amerika Bootsangeln waren und haben geschleppt und haben dann hinter dem Boot die Köder geschleppt, aber vor dem Boot auch Köder geschleppt mit Kites. Die haben die Kites hochgelassen vor das Boot und haben dann die Schnur von dem Kite nach unten mit dem Köder, dass du auch vor deinem Boot angeln kannst. Und ich hab hier mal ein Bild. Jetzt muss ich gerade über... Ja, okay. Aber, also mit... Guck mal da. Ach, seht Quatsch. Ihr das? Das ist abgefahren. Typical Kite-Setup. Ja, seht ihr die Köder vorm Boot? Naja, klar. Wenn die dann Rückenwind haben, dann können die da hinten schleppen. Nach vorne lassen die so einen kleinen Drachen raus. Und der... Also man, ich habe das ja auch mich da eingelesen. Viele machen das ja auch bei ablandigem Wind vom Ufer aus, dann halt mit Ballons. Ach echt? Dass die halt Ballons, dass die halt Luft, also jetzt nicht mit Helium, sondern halt einfach einen Luftballon aufpusten und da halt dann einfach die Schnur mit dran machen, den Köder da drunter, dass der Ballon halt einfach raustreibt aus Wasser. Gibt es doch auch beim Hechtangeln. Segelposen. Diese kleinen Segelposen. Also sowas halt, ne? Ja. Aber das zeigt das halt bitte nochmal. Ne? Ja. Aber das sind zwei Leinen. Da ist doch wie so eine Abrissleine dran, ne? Ja. Swivel, monophile Schnur. Und da oben, okay, da ist so ein, also quasi unterhalb des Drachens ist so ein Release-Clip. Release-Clip. Genau. Dass dann die Schnur, das ist natürlich abgefahren, ne? Das fand ich auch. Ja, da könntest du ja auch mit Schwimmbrot angeln, weit draußen. Wind auf jeden Fall. Das wäre was, ey. Alter. War richtiger Wind auf jeden Fall, ne? Krass. Fand ich irgendwie sehr lustig. Und da dachte ich mir, der alte Kite-Sucher, muss ich hier doch mal im Podcast zum Besten geben. Ja. Verrückt. Ja. Apropos Kite-Sucher hier, wir haben ja jetzt Mitte Mai, ne? Die Temperaturen sind hochgeschnellt. Was macht denn euer Laichgeschäft? Ja, ich frag die Maren mal. Maren! Maren, wird heute noch geploppt? Oder? Kann der Sura noch ein bisschen Milch abliefern heute? Ja. Also tatsächlich haben sie... Was macht der Fischleich? Ja, haben sie bei Fischmilch. Uns. Ich war bis Samstag noch am Wasser. Da kommen wir aber ja gleich noch zu. Aber da haben sie Samstag wohl schon vereinzelt angefangen. Ich weiß natürlich nicht, was in den letzten Tagen vorher schon passiert ist, aber ein Kollege von mir, der war auch dort, saß aber woanders und der hatte mir morgens berichtet, dass die Fische bei ihm in der Ecke dann ein paar Fische gesehen hat am Ufer, die halt da angefangen haben. Und gestern muss es wohl halt auch ähnlich so gewesen sein. Also es geht wohl los oder sie sind jetzt schon mittendrin und ja. Mitbekommen habe ich noch hier gar nichts, aber das heißt ja nichts. Abgesehen davon, dass die meisten Gewässer ja auch weiter weg sind, habe ich jetzt noch nicht, wo ich sage, komm, ich fahre mal gerade da vorbei gucken. Ne? Da ist ja alles ein bisschen weit. Bei dir sind ja alle zugefroren. Ja, gut. Fast. Fast. Aber was ich mitbekommen habe, unser guter Freund, die ostdeutsche Schreibmaschine, Tobias Steinbrück, mit dem habe ich vor, ist nicht zwei Wochen, telefoniert und der meinte, dass in fast allen Gewässern da wären die Fische schon durch. War ich sehr überrascht. Aber er sagte auch, gleich auch ein Thema, wo wir gleich mal noch zukommen können, was ich jetzt auch an vielen Gewässern gesehen habe, dass die Seen da alle einen mega hohen Wasserstand haben, überall viel mehr Wasser drin ist wie sonst und dadurch ein Haufen Wiesen überflutet sind und sich einfach sehr viele neue Flachwasserbereiche für die Fische gebildet haben und die haben da jetzt wohl. Bei ihm in der Ecke vor zwei Wochen war da schon der große Karpfen-Gangbang an fast allen Gewässern. Also meinst du, Gelegenheit macht Liebe, ja? Ach, genau. Meinst du, da schwimmt der Schuppi mit seiner Lederlady da rum und sagt so, ey, guck mal hier, eine schöne Wiese, schön überflutet. Lass mal ein bisschen Laich ab. Genau so funktioniert das. Genau. Ein Bett im Kornfeld. Geil, rein da. Oh Mann.
Aber jetzt mal Spaß beiseite, das ist, auf jeden Fall ist es so, ne? Also ich glaube, die Fische, die laichen schon später, wenn Niedrigwasser ist, also wenn keine Möglichkeiten da sind. Aber wenn jetzt die Möglichkeit da ist, also war es ja am Rhein, sobald ein bisschen Hochwasser ist, ziehen die sofort da rein, laichen und hauen wieder ab. Also die nutzen die Gelegenheit, ne? Wie viel Grad hat's Wasser bei euch? Habt ihr mal irgendwie gemessen oder so? Jetzt in den letzten Tagen? Noch nicht so warm. Vielleicht 16, 17 Grad, 18 Grad, allerhöchstens. Also bei uns auch 16, ne? Ich weiß es gar nicht, ich habe es gar nicht gemessen, habe ich gar nicht drauf geachtet. Es ist hier schon wieder eine Fliege. Oh, auf dem Monitor, ich will jetzt nicht auf den Monitor schießen. Aber was mich mal interessieren würde jetzt hatten wir ja über Vatertag das lange Wochenende echt warme Temperaturen, irgendwie, also so 22 bis 26 Grad, ne? Und die Fische starten überall. Oder fangen an, sich da, sag mal, zu versammeln, ein bisschen rumzupimmeln da und so. Wenn es jetzt wieder kalt wird, was passiert? In der Regel, Laichabbruch, also ich glaub, nicht gut. Ja, aber glaubst du wirklich, dass, also bei einem massiven Temperaturunterschied und Wetterunterschied, aber so ein paar Grad, glaubt ihr wirklich, dass sich das so extrem auf das Laichverhalten auswirkt? Also, aber also, ich meine, bleibt ja trotzdem mild. Klar, soll das jetzt regnerisch werden, aber bleibt ja trotzdem, eigentlich bleibt es ja trotzdem warm. Also ist ja jetzt nicht so, dass wir von 20 Grad irgendwie auf 9 Grad runtergehen, oder? Soll es zu kalt werden bei euch? Ja, ich glaube 16 Grad oder was, 15 Grad, nachts sogar nur 4 Grad, habe ich gesehen. Also, ja, okay. Meine Überlegung, ich habe mich mit einem Kumpel darüber unterhalten und der hatte eine ganz, ganz interessante Theorie, da bin ich so noch gar nicht drauf gekommen. Der sagte, wenn das so warm ist, gerade bei so tiefen Baggerseen und da kommt so ein Gewitter und Sturm und Regen, dann kommt das kalte Wasser von den tieferen Wasserschichten ja nach oben, wird umgewälzt und das Wasser kühlt sich ganz schnell wieder ab, weil das schnell wieder durchmischt wird. Und dann brechen die sofort ab mit Laich. Ich weiß jetzt nicht, ab welcher Gradzahl man das genau sagen kann, aber ich habe schon ein paar Mal erlebt, dass die Fische sich im Flachwasser gesammelt haben, kurz vorm Laichen waren, angefangen haben schon leicht, dann kam eine Kältefront und dann war es das auch. Dann kannst du vereinzelt mal noch einen Fisch im tieferen Wasser fangen, auch oft einen größeren, war so meine Erfahrung, aber das bekommt den nicht gut. Aber ab wie viel Grad es jetzt genau ist und so, ne, da habe ich das auch keine Faustformel. Das waren aber schon ordentliche Wettereinbrüche und vor allen Dingen habe ich immer so das Gefühl gehabt, dass den diese direkte Sonneneinstrahlung oft fehlt. Als wenn es dann so bewölkt wird und es wird kalt oder kälter, das mögen die nicht, wenn die kurz zum Laichen sind. Ich habe es ein paar Mal erlebt und das war nie gut. Das war nie gut. Für die ganzen nächsten Tage hatten die Mäuler ein bisschen zugenagelt, ne? Also ich habe hier bei mir um die Ecke ist ein kleines Flüsschen, ist so ein Nebenfluss vom Main. Und da habe ich immer mal so einen Nachmittag geangelt. Da habe ich mich mit den Kumpels getroffen, habe immer so einen Nachmittag geangelt. Das ist echt immer schwierig, weil wenn du da hinkommst, die sehen dich sofort, die Fische. Ist auch nicht tiefer als 1,50 Meter oder so. Und sind wir auch, das war jetzt um die Zeit, sind wir hin. Und da war wirklich in dieser ganzen Biegung, waren bestimmt 10, 15 Fische, die da am Laichen waren. Ne? Und da gab es ein brutales Gewitter. Das Wasser, du hast nichts mehr gesehen. Alle Fische weg, nichts mehr passiert. Das Gewitter war vorbei und auf einmal haben die Fische wie verrückt gebissen. Haben wir 4 oder 5 Fische gefangen. Auf einmal, wie umgeschaltet, das haben wir da noch nie gehabt. Also die Fische waren anscheinend immer noch da, haben aber aufgehört zu vögeln oder zu fischen. Sagt man Fischen oder Vögeln? Hä? Vögeln? Leichen? Die Fische vögeln. Und haben auf einmal gefressen. Also ich meine, weißt du, wenn ich abroll und bin fertig, habe ich auch immer Hunger. Ich dachte, du schläfst direkt ein. Ja, mit dem Sticker im Mund. Wenn ich abroll. Ja, bist du so ein Obenlieger? Frag doch die Maren. Die weiß das. Die weiß das, genau. Die weiß das. Genau. Also ich kann nur sagen, dass es nie gut war, wenn wirklich ein krasser Kälteeinbruch kam, wenn die so kurz davor waren, da loszulegen. Aber auch interessant dann, dass es dann bei Peter an dem See auf einmal so ist, dass sie dann voll anfangen zu fressen, ne? Nee, war ein Flüsschen. Ganz kleines Flüsschen. Stimmt, hast ja gesagt, kleiner Fluss war mein. Also wirklich nicht breiter als 10 oder 15 Meter, ne? Ja. Also Maui musste jetzt kurz schneiden, weil wir kurz abgetrieben sind. Ja, das war gerade. Das kannst du keinem. Vielleicht lässt das auch drin. Kannst du keinem zu. Ja, da kriegen wir Spotify-Sperre lebenslang, Alter. Gehen wir alle drei in den Knast. Okay, dann gehen wir zu Spotify im Darknet. Ja, genau. Ja, schön, das Laichgeschäft.
Peter, bei dir hast du schon irgendwas, hast du was mitbekommen? Was machen die Fische am großen Fluss, am kleinen Fluss? Irgendwas gesehen, gehört, also, mitbekommen? Wie ihr mitbekommen habt, ich bin jetzt auch nicht, also letzte Zeit echt viel, also wenig Zeit und auch, sag mal, sonst bin ich immer so zweimal die Woche füttern und dann am Wochenende angeln. Ich konnte das in den letzten Wochen nicht so regelmäßig durchziehen. Ganz klares Anzeichen vom Burnout. Ja, ja. Vorstufe. Safe. Safe Vorstufe. Hör ich direkt raus. Hä? Der Sura, ey. Aber fahre fort. Ja, lass den Patienten erstmal ausreden, bevor du deine Diagnose... Aber irgendwas hat der Sura heute gegen mich. Erst postet er dieses komische Reel da und disst mich so als T-Rex-Driller, ne? Ja, jetzt tritt er hier auch, doch gerade sagen, der ist auf Krawall gebürstet heute. Der MS. Aber Herr Sura, weißt du, wie der Sura, wenn der Sura einen Biss hat, dann läuft er zu seinem Rottpott, was ja in Hüfthöhe immer aufgebaut ist, weißt du? Und dann nimmt er die Rute so in die Hand. Gar nicht, Alter. Doch, doch. Doch, doch, pass auf. Hör mir zu. Jetzt halt die Klappe. Ihr dürft mich gerne unterbrechen, aber diesmal will ich ausreden. Und dann nimmt er so die Rute und leiert erst. Leiert. Und dann pow, macht er einen Anschlag. Ja, klar. Das ist, weiß auch nicht. Das Anhauen. Ist voll Mongo, ey. Anhauen. Ich kann das mit dem Anhauen. Einfach das Thema, geil anschlagen. Einfach, dann haben wir doch schon mal mit dem. Aber weißt du, aber der Surat, weißt du, der ist da nicht so aufgeregt, sondern der ist eher so gelangweilt. Steht der dann neben der Rute und macht so, und dann pam, und dann auf einmal explodieren seine Endorphine und dann fängt er an zu trillen. Brauchst du den Kick vom Anschlag, ja? Erst so ein bisschen Fühlung aufnehmen bei dem guten Festbike-Hafen, ne? Aber ich bin halt nicht so todesnervös wie der Schwede und mach dann halt Drillfehler. Ich bin halt einfach professionell, würde ich sagen. Ja. Ja, aber weißt du, warum Rottpott Hüft hoch, Alter? Das hatte ich doch, boah, ich schick dir das Bild, das Rottpott Hüft hoch, ey, Alter, Hüft hoch ist Rottpott. Das sieht so beschissen aus. Ey, da ist eine fünfte Schulklasse gekommen, die konnte unter dem Rottpott herlaufen. So hoch war das aufgebaut. Und der Lehrer hat sich auch beschwert, weil er den Rollengriff ins Auge bekommen hat, ey. Aber, das stimmt. Als wir den Fisch- und Fangfilm gedreht haben, am kleinen Fluss, da anstatt so hoch stehen. Ja. Ich weiß, da war. Ja. Es gibt nichts Bescheuertes als hochgestellt und Rottpott grundlos. Einfach grundlos. Nee, weißt du, was der Grund war? Weil wir 40 Grad hatten und ich einfach gedacht habe, boah, wenn ich mich jetzt jedes Mal bücken muss, Alter, habe ich jetzt schon keinen Bock drauf. Ja, das ist eine super Ausrede. Kann ich dann alles aus dem Stand machen, ist so heiß. Machst du doch in der Sauna auch. In der Dusche, genau. Ach ja. Aber jetzt, also von daher, jetzt hör auf mich zu dissen, du bist auch nicht besser, ne? Mhm. Ich guck mal, ob ich nicht vielleicht doch ein Video hab davon. Ja, der härteste Drill meines Lebens, den haben wir auf Video. Nee, aber... Ja. Ich komm hier nicht raus! Weißt du? Der Kinski, ey. Ja. Schrei ich? Also, das schrei ich nicht? Also, ich habe noch nie einen erwachsenen Mann so hilflos schreien gehört wie ihn, ey. Weißt du, einfach völlig wie Mama, Maren, kommt bitte, helft mir doch sonst auch immer. So war das, echt. Richtig hilflos, richtig. Schwedes sah nix und ich habe nichts gesagt. Ich hab wirklich mein Maul gehalten. Ja. Ist mir schwer gefallen, aber ich hab's. Und das war, glaube ich, noch viel schlimmer, dieser Psychoterror. Wann kommt der Spruch? Boah. Wann kommt er? Ja, aber komm, wir sind irgendwie vom Thema abgedriftet. Schön, wie gerne ihr euch wieder habt heute. Erheitert mich und die Hörer sich. Du hast das Thema angestoßen mit Hochwasser an den ganzen Seen, ne? Also das haben wir auch, ne? Also das Wasser ist überall, also brutal, ein bisschen Meter höher in den Seen. Das ist echt krass. Also so manchen See erkenne ich nicht mehr wieder. Komme ich vielleicht gleich zu, wenn wir ein bisschen darüber quatschen, wer wo wie was geangelt hat, aber abgefahren. Wie viel Wasser dann in manchen Seen drin ist. Ne? Und da ist auch gar nicht mal Seen, wo du sagst, gut, die haben irgendwie eine krasse Verbindung zu einem Fluss oder so, sondern wirklich nur einfach durch dieses Druckwasser, Grundwasser, durch den an Rheinnähe oder Flussnähe, die quasi dann ja, Druckwasser in die Seen reinpresst. Das ist abgefahren. Also das habe ich selten so gesehen. In dem Jahr, wo dieses schreckliche Unglück da im Ahrtal war, da war das ja auch so, dass viele Seen, wo ich geangelt habe, höher waren. Aber jetzt sind sie teilweise noch höher. Total, total strange. Ja. Also bei uns am See, wo ich war, da sind gut 2-2,5 Meter mehr Wasser drin. Boah, ja, an einem See, wo ich war. Das ist total auch krass.
Das ist total krass. Da ist eine Stelle, wo wir auch schon mal sitzen. Da hast du jetzt roundabout einen Meter Wasser auf dieser Stelle. Also da, wo du sonst mit deinen Zelten gesessen hast, hatte der Kumpel die Tage sogar noch mit der Watthose eine Route abgelegt. Krass. Also das ist verrückt. Das ist verrückt. Hat er noch ein Loch von deiner, von deinem Fuß, von der Liege gefunden, ja? Mein Rodpot stand immer noch da und die Beine haben immer noch aus dem Wasser. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, das war ja noch ein Meter über der Wasseroberfläche. Ne? Hat er drei Fische drin verloren, ey. Ja, ja, Hindernis. Genau. Vor meinem Rodpot kannst du eine Route ablegen, das ist ein Hotspot. Aber. Das muss aber auch gucken. Ja, ja, ja. Da stehen die Fische drin, ja, ja, im Rodpot. Stehen die drin, wie so ein Baum, Alter. Geil. Geil. Ja, ja, nee, total. Auf jeden Fall total abgefahren. Ja, total abgefahren, ja. Total abgefahren. Wirklich. Ganz anderes Gewässer dann, ne? Du hast dann so die Stellen und wenn du dann guckst und denkst, okay, krass, da wo ich normalerweise mein Zelt stehen habe, so da kann ich jetzt, ja, kann ich die Route hinpendeln, ne? Könnte da theoretisch ganz schön angeln, ne? So. Aber für die Gewässer einfach gut, ne? Also ich meine, durch das Meerwasser, also nicht Meerwasser, sondern M-E-H-R, ne? Also das heißt Meer, Marian. Hast du halt auch einen viel besseren Austausch, ne? Gerade bei Gewässern, die keinen Zu- und keinen Ablauf haben, durch das Grundwasser, was da reinkommt. Und das hilft in so einer Trockenperiode ungemein, ne? Dass du dieses frischere Wasser da drin hast. Ne? Könnt ihr daran erinnern? Da am Main, wo ein halbes Jahr oder fast ein Jahr nichts gebissen hat. Ja. Ein Jahr, anderthalb Jahre, hat einfach nichts gebissen, wo es so heiß war, wo es irgendwie, ich meine, Anfang oder Ende März angefangen hat und bis Mai nicht geregnet hat. Ja, ich kann mich an dein Leiden erinnern. Ja. Und das war ja in den Seen, war es ja auch nicht besser, ne? War ja auch teilweise richtig schlecht, ne? Mhm. Und ich glaube, das wird ein gutes Jahr, obwohl mein Frühjahr beschissen ist, aber das liegt nicht daran, dass es nicht beißt, sondern weil ich einfach hässlich trille. Ach Gott, Peter. Ja. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung, sagt man, ne? Ja. Ich frage mich nur, bei so einem See, wo ich jetzt dann auch vor ein paar Tagen war, wo einfach so viel mehr Wasser auf, wie der Maria sagt, über 2 Meter mehr Wasser. Ich frage mich, wie lange das dauert, bis das mal wieder weggeht übers Grundwasser. So. Weil da ist ich halt glaube gar nicht mehr. Das Problem. Ich glaube gar nicht mehr. Doch. Boah, aber Alter. Doch, das geht wieder doch, weg. Das geht wieder weg. Das geht wieder weg. Das geht sogar relativ schnell, geht das. Glaub's mir. Aber trotzdem. Durch Verdunstung und Grundwasserspiegel, wenn der sich wieder senkt, weil es kommt ja daher, dass zum einen Wasser reinfließt, aber auch der Grundwasserspiegel von unten drückt, dass der abfließen kann. Ja. Und wenn das sich alles senkt und nichts mehr nachkommt, dann geht das relativ schnell wieder weg. Aber so wie es jetzt. So schnell wieder steigt, geht das auch wieder weg. Genau, aber so wie es jetzt aussieht, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass es nur durch quasi Versickern, Grundwasserspiegel, dass es wieder so weit zurückgeht, was einfach so viel mehr ist. Ja. Verrückt. Ja. Verrückt. Ja. Wir haben Probleme. Da, kannst du mal sehen. Ja, aber ich sag ja, also am Rhein ist ja auch, ich meine, da geht's mit dem Hochwasser, ne? Also es ist, sag mal, für da, wo ich angel, ist es halt immer so eine Gratwanderung, aber der ist aber konstant halt in einer etwas höheren Position, wo der normalerweise schon immer abgesunken ist mal im Frühjahr, wenn es jetzt mal so 2 Wochen warm war, wie jetzt halt, ne? Dann fällt der eigentlich relativ schnell, aber jetzt, der bleibt immer gleich, so immer so einen Meter über normal ungefähr, ne? Mhm. Aber dafür hast du halt geile Stellen, die du beangeln kannst, weißt du, überschwemmte Bäume, was weiß ich, Büsche und so, was du ja sonst nicht hast, die einfach in der oberhalb von der Packung stehen halt, ne? Siehst du ja auch jetzt an so einem Beispiel vom Tobi, ne, dass einfach dann ein Haufen neue Flachwasserbereiche, Laichzonen da sind und die Fische auch dann einfach relativ früh anfangen zu laichen, also für die Fische ist es bestimmt nicht schlecht. Und wir haben ja in der 3-4 Folgen vor 3-4 Folgen hatten wir nochmal drüber gesprochen, wenn Hochwasser ist, dass die Karpfen die ersten Fische sind, die halt in die Überschwemmungskrise gehen. Ja. Und ich glaube, man soll das auch nicht unterschätzen. Wenn man so hohes Wasser hat, dann sollte man auch da verdammt nochmal auf diesen Dingern, überschwemmten Teilen da angeln. Da ziehen sie hin. Die ziehen die Kante lang. Die schwimmen die Kante an. Also ich war mit Markus Lamprecht, also wer Markus Lamprecht nicht kennt, der kann auch bei Spotify seinen eigenen Song da mal hören. Wie geht der nochmal? Wie heißt der nochmal? Irgendjemand hat ein Lied für ihn gemacht.
Markus Lamprecht, super Karpfenangler, nee. Ich weiß es jetzt nicht mehr, aber ist das bei Spotify? Ja, das ist bei Spotify. Das ist doch das Verrückte da dran. Das ist bei Spotify, ich such's raus. Peter, guckst du gerade nach, da brauche ich nicht, ja super. Ja, ja, Moment, ich such mal nach Markus Lamprecht. Markus Lanz, nee, das ist falsch. Das ist ein anderer. Markus Lamprecht. Oder hieß es nicht nur Lampes? Lamprecht. Ich weiß es nicht mehr. Hier kommt nur Lanz und Brecht. Lamprecht, Lanz, Brecht. Moment. Song. 10 Gebote mal anders. Was? Markus Krebs? Hä? Aber ihr hat. Pass auf, wir machen es anders. Er hat mir das ja zugeschickt. Ich wollte sagen, ich hab's schon. Nee. Quatsch, das ist auch wieder was anderes. Ach. Ich stelle hier noch. Nee, der hat mir das als MP3, hat er mir das geschickt. Ah, okay. Moment, ich lass mal ganz kurz abspielen. Bierkapitän. Ein Leben voller Sand und Klang. Markus, der Karpfenjäger, wie ist das geil? So, wie geht das denn jetzt hier wieder aus? Moment. Ist also auf, bei Spotify gibt's. Ist auf jeden Fall in aller Mode, ne? Mucke über Karpfenangel zu machen. Super. Ja, anscheinend. Ne? Ja, also. Und genauso wie Podcast machen, ist auch modisch. Ja. Wir sind Trendsetter. Ich war mit Matt Lampes in Frankreich und da kam ein Unwetter. Ich glaube, ich habe es mal ganz grob erzählt. Da ist der Stausee. Artikel hat der drüber geschrieben, von, ne? Damals, weiß ich noch, im Carpa das Magazine. Genau, ja. Innerhalb von 12 Stunden oder sagen wir 20 Stunden ist ja um 6-7 Meter gestiegen, der See. Und da, wo hier der Ossi-Bayer gesessen hat, ne? Da, wo sein Auto stand, war es nachher 5 Meter tief. Wirklich, es war 5 Meter tief. Übel. Und wir sind wirklich in die Weinberge gezogen und der Lampes, der hat links gesessen und hat wirklich, also auf 3-4 Meter Entfernung, hat er die Fische gefangen. Und die kamen alle da reingezogen. Die waren alle nur in diesem Überschwemmungsgebiet. Abgefahren. Der hat dann immer, der hat dann wo die Autos hergefahren sind, weißt du, über die Wiese war es so platt gefahren. Da hat er immer das Pop-up abgelegt. Und haben die gebissen. Ich frag mich immer, woran das liegt und was passiert, dass die das so schnell checken, dass sich hier gerade etwas verändert und die dann sofort da irgendwie hinziehen. Tja. Also, die sind halt immer up to date, ey. Ja, als ob die da stehen und warten. Ja. So, ne? Aber man kann es sich ja nicht erklären. So, ne? Also wer sagt denen denn, ey, so, ey Leute, schwimmt mal zur anderen Seeseite, da habt ihr jetzt 5 Meter mehr. So, hä? Ja, ich meine, die Fische. Die sind alle bei Spiegel Online. Der Fische merkt ja natürlich, dass der Wasserdruck sich verändert. Ich glaube einfach, dass das so ein Instinktding ist. Ey. Und einfach Neugier. Ach, ich habe das schon mal gesagt. Karpfen sind einfach neugierige Fischer. Und ich glaube, deshalb ist das so. Ja, schon interessant, ja. Ey. Also, ich würde auf jeden Fall jetzt um die Zeit bei Hochwasser immer irgendwo mitten in den Büschen drin angeln. Also jetzt nicht absichtlich die Fische verlieren, auch schon dran nachgucken, aber halt so nah wie möglich da dran. Also nicht irgendwie, ach nee, ich angel auf meinem Plateau mitten im See, sondern wirklich dahin irgendwie ins Holz rein. Sagt dir mal nichts, oder? Holding a rare. Always. Kaulbach ist nicht confident damit. Nee, das will ich schon nicht mal sagen, aber ich habe halt einfach wenig Angelsituationen, die so waren, dass ich da jetzt irgendwie aus Erfahrungen sprechen kann, muss ich sagen. Ne? Ja, du warst doch noch nicht so viel angeln. Nee, ich bin ein Neueinsteiger. Kunstköder-Louis. Aber mit hier so Hochwasser auf überschwemmten Wiesen angeln und so, habe ich wirklich keine Experience und da will ich mich hier auch nicht zum Experten ausspielen, kann ich nicht wirklich was zu sagen. Aber ich würde, wenn sich die Angelsituation ergibt, wie der Peter sagt, also auf jeden Fall auch machen, weil er bekannt ist, dass die Fische da reinziehen. So, ne? Also ich würde da auch mit dem nötigen Vertrauen würde ich da drin fischen, ja, auf jeden Fall. Oh, hast du auch keine Erfahrung aus deiner Raubfisch-Experience? Nee, auch nicht.
Ich weiß nicht, ob Hechte so überflutete Wiesen mögen, kann ich ja nichts aber sagen. Aber könntest du doch eigentlich mal für die Hechte und Barsch einen Artikel vielleicht schreiben, dann probierst du das mal und dann machst du genau. Irgendwie Jiggen auf überschwemmten Wiesen von Maurice Kaulbach. Ja. Nach fünf gerissenen Karpfen habe ich endlich meinen 60er Hecht gefangen. Ja, genau. Super. Und noch ein Wildschwein im After gehakt. So, da machen wir jetzt mal einen kleinen kurzen Break, weil mein Gösser ist nämlich auch schon wieder leer. Und dann kommen wir nach dem Werbebreak zu Wer war angeln? Bis gleich. Und ich mache hier das Licht an und schieße nochmal ein paar Mücken ab. Der Sniper aus Darmstadt. Geiles Ding, ey. Backesold. Bis gleich. Bis gleich. Lithium-Batterien von Nikki Cells sorgen dafür, dass du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst. Leicht, langlebig und voller Energie. Damit du dir weniger Gedanken um deine Stromversorgung am Wasser machen musst und einfach geil angeln kannst. www.nickycells.de. Die Angelzentrale Herrieden, das Traditionsfachgeschäft für Karpfenangler. Hier findest du neben einem riesigen Sortiment und wechselnden Top-Angeboten auch einen exzellenten Service und eine professionelle Beratung zu allen Fragen rund um die richtige Ausrüstung zum Karpfenangeln. www.angelzentrale.de. So, da sind wir wieder. So. 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 Ah, schön. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben eine Sache, die wir schon ein paar Leuten angeboten haben oder gesagt haben, dass das bald kommt. Und da war auch ein bisschen Nachfrage. Und zwar geht es um unsere Klamotten. Und da sind wir ja relativ oft gefragt worden jetzt in letzter Zeit, wie es aussieht mit Kindergrößen und so. Und da wir ja schon bis 4XL hochgehen und dann einfach auch dieses ganze Klamotten-Ding durch diese ganz verschiedenen Größen auch wirklich kompliziert ist. Und wie gesagt, wir machen jetzt nicht noch S und XS dazu. Haben wir aber gesagt, wir würden das jetzt mal so machen, wenn wir die nächste Produktion starten, dass wir den Leuten, die Bock haben, diese kleinen Größen, egal ob es jetzt irgendwie für eine Lady ist oder für die Kinder, wer was in diesen kleinen Größen möchte, dass die Leute sich bei uns melden und wir das bei der nächsten Produktion mit einplanen. Ja. Und da jetzt bald... zumindest das Logo. Ja, Herr Sura, Sie haben was gesagt. Er sagte nur ja, oder? Ja. 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 Ist gerade aufgewacht. Ich hab das unterstrichen. Ja. Ich ja, wollte eigentlich, ja, also, genau. Ich wollte gerade eigentlich einfach nur so. Ja. Sauber. Super, ja sicher, ja klar. Ja klar, ja klar. Ja klar, ja klar. Ja, auf jeden Fall gibt es jetzt die Option. Und zwar werden wir relativ zeitnah nachdrucken, das Carpi-Logo groß. Also das Logo mit, ne, den Hoodie oder T-Shirt mit dem großen Logo auf der Brust und das Logo mit der Flosse, Carpi-Flosse. Die zwei Logos werden bald nachproduziert und da könnten wir für euch gerne auch kleinere Größen mitmachen. Wie läuft das Ganze jetzt ab? Ich sag mal, ihr habt den nächsten, ich sag jetzt mal grob 14 Tage ab Erscheinen dieses Podcasts, können die Leute sich dann gerne bei uns melden. Am besten machen wir es über E-Mail. Machen wir es also bis zum 1. Juni. Ja, okay, halb von mir. Ja, okay, komm, ziehen wir es so, ja? So fest. Genau, bis 1. Juni. Also haben die Bayern-Fans haben am 1. Juni ja nichts vor. Machen wir so. Bis 1. Juni können die Leute sich gerne bei uns melden. Schreibt uns bitte eine E-Mail. Nichts anderes, nicht über Social Media, über irgendwie KP oder unsere privaten Accounts. Lass uns das bitte bei den E-Mails sammeln. info@kp-online.de. Die E-Mail-Adresse findet ihr auch bei uns auf der Homepage im Impressum. Bitte da hinschreiben. Wichtig ist, dass ihr reinschreibt, welches Motiv, also entweder dieses KP-Logo groß oder KP mit der Flosse. Die zwei Motive können wir machen. Und welche Größe und halt eure Adresse. Ne? Das wäre ganz gut. Und die Menge. Die Menge, auch wichtig. So wie die Sachen dann produziert sind, melden wir uns bei euch und dann machen wir auch dann die Abrechnung erst und ihr kriegt die Sachen dann. Ja. Ich denke, das ist ein ganz guter Plan, um mal ja, da auch nicht wortbrüchig zu werden, weil wir haben es ja einigen Leuten versprochen, dass wir es machen. Und wir halten Wort, wie immer. Meldet euch bei uns und sagt uns, was da braucht. Und dann regeln wir das. Jawohl. Und an die ganzen Big Boys unter euch, 3XL und 4XL, haben wir auch wieder
auf Lager. Ja, genau, ist eigentlich soweit alles abgedeckt in den großen Größen. Genau, 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 genau. Irgendjemand ist jetzt wieder auf die Idee gekommen, mir ständig hier Hashtag Jogginghose zu schicken. Was ist denn mit den Jogginghosen eigentlich? Ja, müssen wir auch neu, also das wird jetzt ein bisschen anders gemacht. Ich habe auch schon zwei Muster im Auge für was Neues, auch eine dünnere Jogginghose und auch eine kurze. Und dann, die werden jetzt ja bald nicht mehr bedruckt, sondern wir hatten ja überlegt, da so Silikon-Badges dran zu nähen. Is in the making. Aber sowas dauert halt immer ein klein bisschen. Aber schön, dass die Leute schon wieder damit therapieren, Peter. Das gefällt mir. Ja, aber auch geil jetzt hier mit dem Reel, was der Marian da über mich mit dem Trillen da gepostet hat. Waren noch einige dabei, die mich dann das letzte Mal angeschrieben haben über Instagram mit dem Hashtag Jogginghose. Ja? Und ich guck, der ist 2 Jahre her. Siehst du? Ja, so viel dazu. Wie gesagt, E-Mail-Adresse, wer sich eben nicht gemerkt hat, spult entweder zurück oder guckt ins Impressum, schreibt uns eine E-Mail, wir sammeln das dann alles und melden uns, wenn die Sachen startklar sind. Jawohl, damit statten wir eure Kids oder eure Mädels aus. Jawohl. Oder was auch immer. Was auch immer. Deins, deren. Genau. Nee. Könnt ihr die Mädels dann als Schlaf-T-Shirt abziehen, dann habt ihr einen richtigen Kapitän mit abends im Bett. Wir haben auch vor, in Zukunft getragene Wäsche zu verkaufen. Ja, das kommt als nächstes. Das kommt als nächstes. Naja. Special T-Shirt von Marian, 2 Wochen Orient. Boah. Mm. 2 Wochen Orient Edition. Mm, yummy, yummy, yummy. Plus Socken, als Gimmick, als on top. Und Unterhose. Ach. Die hört ja an wie ein Klettverschluss, wenn die aussieht. Also. Ach, du bist so widerlich, ey. Ja, komm. Ist an wie ein Klettverschluss, ist ja abartig. Steppen wir mal weiter. Komm, eure Bühne, hey. Wer war angeln? Alle. Wer fängt an, Männers? Du hast erzählt von einem Vatertagstrip. Nicht ganz. Also ich war ja, ich sag mal so, ich war mal am unerfolgreichsten von uns allen, ne? Ich war an dem Wochenende vor Vatertag, war ich wieder mal am Rhein gewesen, haarscharf, wieder die Liege komplett im Wasser gestanden, ne? Also gerade noch so, dass nichts weggeschwommen ist. Ich habe mein Zelt mit Steinen und Ästen umbaut, dass mich nicht irgend so eine Welle da wegzieht oder mir irgendeine Welle eine Tasche klaut. Hat auch relativ schnell einen Biss gedrillt. Was kommt raus? Alter Aaland-Weltrekord. Ich glaube, ich habe auch eine Story habe ich gepostet. Ich habe noch nie so einen riesigen Aaland gesehen. Und so 16, 18 Kilo hat er mit Sicherheit. Mindestens. Wie gerade. War auf jeden Fall der Weltrekord. Nein, war ein Aaland. Ich habe auch jetzt gehört, es gibt eine Mischung zwischen Aaland und Rapfen. Ja. Also die mischen sich, ne? Also die sind nicht rein rassig, sondern die können sich wie die Prasse und das Rotauge auch irgendwie mischen, so ein bisschen, ne? Wenn es irgendwie stimmt. Ja, ein Rapfland. Und ich die heißen so, wirklich. Was hast du gesagt? Ein Rapfland. Da gibt's ganz viel Rapf. Alter. Jetzt, in dem Land. Jetzt lach doch nicht. Das meine ich ernst. Was denn? Wie, echt? Ja. Guck. Hast du gegoogelt? Nein, ich sitze doch hier und höre dir zu. Aus. Moment. Mischung aus Rapfen und Aaland. Im Edersee wurden bei Fischbestandsmonitoring ebenfalls die Kreuzung zwischen Aaland und Rapfen nachgewiesen. Diese Kreuzung ist relativ selten, da der Rapfen im Edersee einen sehr geringen Bestand hat, so dass die Wahrscheinlichkeit der Kreuzung gering ist. Krass, wieso kommt das denn? Ja, Junge, ich habe Biologie studiert, aber mit Schwerpunkt Fischzucht, ich weiß ja. Das ist doch bekannt für den Marian Sura. Ja, das heißt, Alter, ich halte Vorträge über Fische. Das ist eine Koryphäe, ist das. Ich mach immer, bald mache ich noch Angler-Coachings. Ich wollte gerade sagen, der war mal auf dem Fox-Katalog vorne, auf dem Cover der Typ. Ja, was ist los? Ja. Nein, ey, ich will das. Eigentlich habe ich die Schuhe verarscht, Alter, und durchgezogen. Aber ich bin verdammt froh, dass das jetzt wirklich so kam. Ja, was heißt aber nicht Rapfland? Das ist doch klar, Alter. Ich hab's schon an deinem dummen Grinsen gesehen, ey.
In Rapfland, ja klar. Rapfland. Ja klar, ja sicher, ja klar. Ja sicher, ja klar. Ja sicher, ja klar. Der Optimus. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass das wirklich so ein Mischding war, weil der hat jetzt mal ohne Scheiß, hat er 6-7 Kilo gehabt. Das war ein Riesending. Ich weiß noch, wir haben den Abend noch telefoniert, sogar zweimal. Ich fand nämlich auch. Also der war so unfassbar fett, aber hat nicht dieses Maul von einem Rapfen gehabt. Also er hat dieses unterständige Maul von einem Aaland gehabt, weißt du? Mhm. Also echt krasses Teil. Das war echt ein krasses Teil. Aber waren ein paar mehr noch, ne? Oder? Wir haben ja telefoniert, du warst ein bisschen abgefuckt von den Aalanden, kann das sein? Habe ich das richtig erinnert? Ja, das war, solange es hell war, habe ich dann noch eine Barbe, dann noch ein Aaland und ja, und dann habe ich noch einen Graser provoziert, den ich auch gefangen habe. Ne? Also ich habe es wirklich herausgefordert, also das war eine reine Provokation. Ich habe Tigernuss dran gehängt und eine gepoppte Tigernuss, weißt du, schön mit Kork rausgetrillt, einen Kork reingesteckt und habe dann 2 Kellen Tigernüsse drüber geschüttet und du, es hat 3 Stunden gedauert und dann hing da wieder so ein Asia-Döbel dran, so eine Bahnschranke. Bahnübergang eigentlich eher. Der hatte so Bahnübergang. 25, 30 Kilo hat er schon gehabt. Hier so ein Monster. Krass, Mann. Die werden noch brutal groß im Rhein, ne? Echt abgefahren. Also das ist wirklich, also der Schnitt. Aber du magst eigentlich nicht. Aber warum legst du es dann an, wenigstens so einzufangen? Warst du so verzweifelt? Naja, das ist... Ja, schon, ne? Der Blick ist auch geil. Ja, ich war leicht verzweifelt, weil irgendwie, ich war, wo das letzte Mal, ich konnte ja dann wieder 2 Wochenenden nicht, davor das Wochenende habe ich wirklich einen guten Fisch verloren, was auch ein Karpfen war. Also irgendwie funkt's nicht so. Ich weiß, Alter, ey. Kumpel, der fängt immer so ein bisschen. Besser widerlich als widerlich, wa? Ja, genau. Wir sind Pros. Du weißt ganz genau, was ich denke. Ich wollte es nicht aussprechen, aber genauso habe ich gedacht. Aber weißt du was, ich habe die Ratte trotzdem nicht fotografiert. Ich habe ihn einfach im Kescher, da ist er so explodiert. Ich war klatschnass, ne? Ach, dann musste ich ihn doch auf die Matte legen und dann abhaken. Ey, habe er dann sofort wieder einen Poppy dran gemacht, dann hat aber auch keiner mehr gebissen. Und dann war Totenstille, kein Aalat mehr, nichts mehr, nothing. Die Ratte. Nichts. Und ich war so confident, dass vor meinem Busch da auf jeden Fall einer beißt, weil das Wasser war so schön hoch und das war so geil. Ich muss auch sagen, du hast ja ein Video geschickt und, warte mal, Krasura, ich höre mich irgendwie die ganze Zeit selber. Ja, liegt aber nicht an mir, ich höre dich auch doppelt. Hallo, jetzt ist wieder weg, okay. Ja. Du hast ja noch ein Video geschickt, das sah echt geil aus, muss man schon sagen. Also das sah richtig wild aus und eine schöne Stelle, wirklich, Peter. Da hast du Stil bewiesen. Du musst bis zum Brust ins Wasser und dann die Routen aufbauen. Es ist halt ein Ultra-Aufwand. Ne? Also du musst so 20 Meter zu den Routen warten, dann liegen da die Steine drin. Du musst echt aufpassen, hast Strömung dann noch so ein bisschen dabei und... Dann in das kleine 2-Meter-Boot zu steigen, weißt du, so aus so bauchnabeltiefem Wasser, das ist schon Herausforderung, ne? Aber ich habe es ja auch gepostet, ich habe ja die Nash-Warthose dabei gehabt mit diesen Einstiegen. Da ich ja wirklich 7-8 Mal in diese Wartstiefel rein musste und musste wieder darin warten, war das schon ganz geil. Das hat schon gut funktioniert mit diesen Einstiegdingern. Ja? Das war nicht schlecht. Okay, cool. Also ich wollte ja auch noch zukommen. Jetzt nachher bei Edzer ganz genau. Ich habe mir die neue Watthose ja auch gekauft. Marian, du meinst, erzähl mal ganz genau, wer war angeln. Ja, genau. Meinte ich ja. Bei wer war angeln. Ja. Nee, ich hab's mir auch geholt. Ich war wirklich skeptisch, tatsächlich, von diesen Panzerplatten da. Hab so gedacht, ich weiß nicht. Ich meine, sie werden ja mitgeliefert. Das finde ich schon mal wirklich cool. Und ich habe sie dann auch ausprobiert. Ich habe mich anfangs schwer getan, als ich die da so reingestopft habe und das erste Mal so mit den Füßen da reingesteppt bin, da dachte ich so, ich weiß nicht. Aber, hast du drin gelassen? Ja, so, pass auf, aber ich muss sagen, glücklicherweise musste ich in den Tagen, wo ich jetzt angeln war, des Öfteren in die Watthose rein. Hier wird geflext. Und es ist wirklich eine unfassbar gute Ein- und Ausstiegshilfe. Das muss man schon sagen, auf jeden Fall. Das ist wirklich krass. Vor allem, weil das Material ja auch so glatt ist, du rutschst ja förmlich so in die Stiefel rein.
Das finde ich wirklich gut. Ja, ja. Wenn du dann die Watthose aber hochziehst und diese Platten im Schuh bleiben, dann ist es todesunangenehm. Aber wenn du die dann ein bisschen hochziehst, dass die quasi aus dem Stiefel rauskommen, sich dann wieder breiten und dir hinten an der Wade quasi nur hängen, dann merkst du die gar nicht. Dann ist das wirklich, dann ist das gar kein Problem. Und ich habe teilweise, habe ich morgens 3-4 Stunden, habe ich die Watthose angehabt am Stück, weil ich so nervös war, weil das halt jederzeit einschlagen konnte und ich halt nicht diese Zeit haben durfte, noch in die Watthose zu steigen. Und deswegen habe ich sie halt wirklich die ganze Zeit angelassen und das war wirklich super angenehm. Und es war auch wirklich gar kein Problem dann, sich quasi an die Wade zu packen, das Ding wieder zu knicken und obwohl man die Hose anhat, so wieder in den Stiefel reinzudrücken. Ah, okay. Also das muss ich auch sagen, dass das als Ausstiegshilfe finde ich es fast noch besser als Einstiegshilfe. Weil du hast so einen Fixierpunkt, weißt du, wenn du die so überstülpen möchtest, weißt du, über die Stiefel. Es ist ja so, dass die Stiefel oft, also das war bei meiner Fox, aber die ist ja halt ganz dünn, ist ein anderes Material, dass die Stiefel halt immer so umgeknickt sind, weißt du? Mhm. Und du die Kante von den Stiefeln nicht erwischt hast. Und hier hast du ja wirklich, du kannst das hinten festhalten und dann einfach runterdrücken. Das ist schon ganz geil. Das kannst du so im Stand machen. Das ist echt nicht schlecht. Ein bisschen Übung, man muss wirklich ein bisschen Übung haben. Auch wenn du drin lässt, nicht ganz angenehm, ist aber okay. Also in meinem Fall habe ich sie vielleicht dann immer nur so 5 Minuten angehabt oder so. Ne? Aber zieh sie mal Minuten. Hoch, zieh die mal hoch, wenn du drin bist. Naja, du weißt ja, ich bin ja todesnervös. Ich habe ja nicht so diese Ruhe im Arsch wie du beim Anschlag. Ne? Und ich muss mich auch viel bewegen, also auch viel, sag mal, in die Hocke gehen. Du machst das ja alles im Stand mit deinem hohen Rockpot. Ich habe die Zeit nicht dafür gehabt. Ich habe die Zeit nicht dafür gehabt, da irgendwie die doch hochzuziehen. Ne? Also klar. Aber ich glaube, also ich mein, klar, wenn der Sucher weiß auf Zehenspitzen an seine Routen geht, dann ist das klar, dass die hinten an die Wade rutschen. Ey. Zehenspitzen. Kannst du Klimmzüge dran machen? Ja. Was mich aber wirklich extrem gecatcht hat bei dieser Watthose ist, die ist so dick, die ist so schwer. Und das Material ist so massiv einfach. Ich bin wirklich gespannt, wie lange die hält, bis die das erste Mal irgendwo einen Schwachpunkt hat, wo es nass wird. Also, wir haben ja darüber gesprochen. Ne? Also, ich habe ja meine Fox habe ich auch ewig gehabt, ohne dass sie kaputt gegangen ist. Muss ich sagen, obwohl die sehr, sehr dünn ist. Aber ich glaube, das war ein absolutes Novum. Ich weiß auch nicht, warum. Aber bei jedem Ein- und Aussteigen, gerade wenn du so im tiefen Wasser aussteigst und so über die Bordwand rutschen musst und kommst dann gegen irgendwas gegen oder Äste oder so, habe ich da immer Schiss gehabt. Und bei der habe ich den Eindruck, du kannst einfach da durchrennen und das ist so fett, da passiert eh nichts, weißt du? Sie ist wohl aber so fett, dass es am Anfang, ich glaube, die muss sich auch erstmal noch ein bisschen lockern und weiten. Weil das Material ja wirklich so schwer und massiv ist, dass es halt anfangs, wenn die runtergekrempelt ist, komplett beim Hochziehen, hatte ich das Gefühl, dass es schon mal so ein bisschen hakt, ein bisschen klemmt. Weil die so überlappt ist und dann so press ist, weil das Material so dick ist, dass du sie halt nicht richtig, nicht so hochbekommen hast. Aber wenn... Aber ich habe... Krass. Also gerade auch diese Verstärkung. Wenn sie da mal oben ist, das ist dann geil. Aber wenn das Ding oben ist, dann... Alter. Dauert, ja, beim Sucher, kommst du überall durch. Dauert beim Sucher immer ein bisschen, aber wenn, dann. Ja, genau. Ja, genau. Da kannst du sogar. Ja, nee, und ich finde jetzt gerade auch durch diese extra Verstärkung im Kniebereich bist du auch, weil du ja weißt, da ist extra stark, bist du auch nicht mehr so gehemmt, wenn du die Watthose anhast, bist du halt einfach nicht vorsichtiger, was so Hinknien angeht oder jetzt auch beim Fische fotografieren auf die Knie und. Du hast halt einfach das Gefühl, safe, passiert nichts. Aber Sora, es kann dir doch egal sein, du machst doch alles im Stehen. Fische halten nicht. Fische halten im Stehen, ey. Ja. Mit Jeans, mit heller Jeanshose. Ja, genau, und geil. Und Kippe. Ja, und Kippe. Super. Und so. wisst ihr, was ich auch wieder im Einsatz hatte? Mein Stein. Weil doch, weißt du, die Fishstone-Montage. Weil wieder extreme Strömung war. Und zwar, ey, das ist wieder so eine krasse Strömung. Auf so 20 Meter Entfernung konnte ich nicht mit dem 284 Gramm Blei angeln. Hat nicht geholfen. Boah, krass. War nix. Auf die kurze Distanz. Da so Kilo. Ja. Wahnsinn. Ging nicht. Aber liegt eher daran,
also sag mal, das würde schon liegen bleiben, aber sobald du da einen Ast drin hast und da sind so viele Weiden, die abgebrochen sind durch Wind und alles mögliche da drin rum, weißt du, und durch das Hochwasser, die da drin rumdümpeln und die dann irgendwann in der Schnur hängen und die ziehen das dann weg, weißt du, und wenn du halt so einen Stein dranhängen hast vor einem Kilo, dann ist es teilweise so eine Spannung drauf, dass die sich überschlagen und dann wieder abgehen. Mhm. Habe ich gehört. Das ist nett, das funktioniert. Und der Rapfland hat das auch einfach abgezogen. Kein Problem. Legst du dir eigentlich auch schon mal mit dem Futterboot ab mit den Steinen? Also jetzt natürlich nicht mit so einem Riesenstein, aber... Ne, habe ich noch nicht gemacht. Ne? Aber ist, warum nicht? Ich wollte gerade sagen, warum da spricht doch eigentlich jetzt so nichts dagegen. Ja. Warum soll das nicht funktionieren? Aber ich würde, wie gesagt, ich nehme ja immer so einen Helikopter-Rig-Leader, ne? Mhm. Ja, das hast du schon mal gesagt, das, genau. Ja, also nicht so Seitenarm, sondern Helikopter-Rig, weil ich habe immer so den Eindruck, wenn das ins Wasser fällt, dass das halt dann so dahinter irgendwie so strudelt und weiter weg ist von dem Stein. Das ist, aber siehst du, einen Karpfen habe ich trotzdem nicht gefangen. Aber eine Ratte. Eine chinesische Aber geil, Schwede ist so sehr verzweifelt, da das schon auf Graser anlegt, ne? Das ist auch krass. Das hätte ich meinen kühnsten Träumen nicht erwartet. Aufbaugegner braucht er wieder. Den habe ich provoziert. Aufbaugegner ist auch geil. Ich habe den rausprovoziert, richtig rausprovoziert. Ich habe diese Tigernuss aufgezogen und gesagt, so, jetzt fange ich ein. Und ich weiß, in einer Stunde habe ich so ein Vieh dranhängen. Und es hat anderthalb Stunden gedauert und ich hatte das Vieh dran. Das ist einfach, da kannst du die Uhr nachstellen, echt? Du kannst echt die Uhr nachstellen. Ich meine, jetzt werden einige sagen, Alter, was? 30 Kilo Graser, ist ja Wahnsinn. Hab ich noch nie gefangen. Ist halt ein Graser, ne? Nee. Störe, Welse und Graskarpfen haben die nicht korrekte Anzahl an Barteln und machen meinem Zielfisch das Futter streitig. Das ist ja, so. Ja, das ist Horrorkabinett. Naja, aber wie Marian schon sagte, also ich habe dann morgens eingepackt, nicht befriedigt. Kurz vorm Angel-Burnout, ne, weil extremer Aufwand, mega confident, aber es hat nichts gebracht. Ne, aber irgendwie, trotzdem, habt ihr schon so Sessions gehabt, wo ihr so geil gesessen habt, das war alles Okapi, ihr habt trotzdem nichts gefangen, aber irgendwie dann doch einen kleinen Funken Befriedigung hattet? Ja, voll, weil du gehst ja auch angeln und nicht fangen. Klar willst du fangen, aber du gehst ja das Angelnwesen. Also ja, ich sag mal, man kann schön blenken und man kann hässlich blenken, ne? Ja, voll. Ja. Aber wenn das drumherum stimmt und du nee, einfach ja, die, dann Zeit, du schön. Die Zeit genossen ja. hast, so ist doch, ja mein Gott, Alter. Ja. War aber ein Arbeitsblank, also das war richtig, richtig Schafferei. Also geil geangelt hast auf jeden Fall, hast du. Ja, aber ich habe mich echt gewundert, wieso da kein Karpfen gebissen hat. Also wirklich, das ist so. Aber ich will auch nochmal sagen, du angelst da am Rhein, ne? Ich meine, dafür fängst du ja schon, also da hast ja dann doch aber schon relativ regelmäßig dann ja doch auch Erfolg. Das muss halt auch, rein ist halt nochmal ein bisschen was anderes, ne? Muss man relativ schon sagen. Regelmäßig ist auch. Relativ so. Regelmäßig. Relativ regelmäßig. Ich habe auch relativ regelmäßig im Beischlaf. 50-50. Aber ich war ja dann, also wir haben ja dann über Vatertag haben wir Besuch gehabt, da ist Angeln dann mal wieder ausgefallen, ne? Also für alle, die angeln waren, echt cool. War auch cool. Ne, Kaulbach war cool, ne? Ja. Naja. Super. Also auf jeden Fall hatte ich dann hier am örtlichen Teich, habe ich dann einmal ein bisschen was gefüttert gehabt und der Besuch wollte unbedingt mal mit mir angeln gehen. Die waren noch nie richtig angeln. Und dann habe ich gedacht, das ist immer schwierig, ne? So auf Ansage dann Karpfen fangen, ne? Hab dem Kleinen noch eine Stippe geholt hier im Decathlon und ein paar Maden und hab gedacht, ja komm, da fangen wir wenigstens ein paar Rotaugen, ne? Leg die Ruten ab und mach die Stippe parat, hau ein bisschen Grundfutter rein, ein paar Maden, ne? Und denkst so, habt ihr alles in der Hand, erklärt ihm so ein bisschen was. Habt ihr dann auch erklärt, so über das Karpfenangeln und dass das hier ein gelbes Pop-up ist und das ist ein orangenes mit einem Singer und der Kleine hat da mit dem Pop-up so ein bisschen rum und die stinken so und das stinkt so. Und ich muss sagen, ich war an dem Tag echt fertig von Vatertag und setz mich dann nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde einfach mal auf den Stuhl und denk einfach nur mal, ey, komm mal, kurz durchatmen. Und kennt ihr das? Ihr atmet kurz durch, auf einmal direkt run. Nach einer halben Stunde. Ja, aber willst du mehr? Direkt dein Aufbaugegner. Da war er. Ja. Was hing denn da dran, Peter? Erster Fisch auf meine Armleits.
Jungs. Oh. Oh. Erster Fisch. Ah, ja. Erster Karpfen. Erster Karpfen. Sagen, erster Karpfen. Erster oder? Karpfen. Ja. Erster Karpfen. Hing im Busch fest, aber Profi, ne? Immer schön locker gelassen. Dann ist er wieder raus, dann war er wieder fest, wieder locker gelassen. Er hat immer wieder gezogen und dann hat er einen Fehler gemacht. Er ist in die falsche Richtung geschwommen und auf einmal war er komplett los. Der ist immer nach links, hast du gemerkt? Der Busch hat nach links gezogen und dann irgendwann war es der Fisch so blöd, ist er nach rechts geschwommen, war er los. Und dann habe ich ihn gecashert. Der Kleine hat dann so die letzten 10 Meter, durfte er den haben, hat er nochmal eine Flucht gemacht, der ist beinahe ausgeflippt. Boah, wie alt war der? 8 wird ja, er jetzt. Okay. Cool. 8. Und ich den gecashert, wir geile Bilder gemacht mit Papa, Sohn und so, ne? Und da war vielleicht eine Stunde vorbei, ich alles wieder geil gemacht, auf die Stippe nichts gebissen, nichts, ne? Gar nichts. Kein Rotauge, gar nichts, nee, null, nada. Und man muss dazu sagen, wir waren auch erst um 11:45 mittags da, ne? Also Scheißzeit über Mittag, also eigentlich zur schlechtesten Zeit, Sonne, es war warm, also eigentlich war alles kacke. Und wir Bilder gemacht, Fisch dann, verwertet natürlich, wie immer. Und dann sitzen wir da und ich dann so ein bisschen erklärt und die so, boah, Wahnsinn, was für ein Riesenfisch. Und ich denke mir so, Alter, das war ein Standard-Schuppi, ne? Alter, ich meine, der hat vielleicht 11 Kilo gehabt oder so, wenn überhaupt, ne? Ja, aber für einen Außenstehenden, der da gar keinen Bezug zu hat, ist das natürlich schon ein Riesenfisch, ne? Na, ich hatte so erklärt, ja, also Fische bis 25 Kilo und so, ne? Das konnten die sich gar nicht vorstellen, ne? Hast du ja auch erzählt, dass du den 50er zum 50. gefangen hast? Ja, die Story habe ich dir natürlich alle 10 Minuten nochmal erzählt und auch bebildert. Untermalt mit Bildern. Und, und wirklich, und auf einmal aus nichts, wieder gleiche Route, bäb, angeschlagen, wieder einer dran, ey. Wieder Schuppi. Und ich sehe noch vorne, ich gebe dem Kleinen wieder die Route, will den Fisch cashern und denke so, Alter, was hat der denn? Casher den, ne? Legt den auf die Matte und dann hat der so am Kiemendeckel, hat der ein riesengroßes Geschwür gehabt. So bestimmt, 10 Zentimeter Durchmesser. Ja. So ein richtiges Geschwür, also nicht vereitert, nicht entzündet. Der Fisch sah auch ganz normal aus, ganz normale Flossen, ganz normale Augen, alles ganz normal. Der hat nur an dem Kiemendeckel ein riesig großes Geschwür gehabt. Geschwür? Hast du ein Bild davon oder so? Ich habe ein Bild davon. Schick mal. Ja, pass auf, müsste da sein. Guckt euch das mal an. Alter! Das sieht aus, als wäre das ein Stück, als wäre das ein halbes Gehirn. Wie so ein Riesentumor, ne? Boah, das sieht aber... Oh, das habe ich auch noch nicht gesehen. Hast du das mal angefasst? Nee. Boah, das sieht echt eklig aus. Es war wirklich... Ich glaube, wir haben vor ein paar Podcast-Folgen schon mal darüber gesprochen. Was macht man mit so einem Fisch, ne? Der aufmerksame Hörer kann auch sein, dass er mir sagt, dass ich falsch liege, aber ich glaube, damals haben wir gesagt, wir überlassen das der Natur. Mir fällt das schwer, wenn so ein Fisch nur das hat, normal frisst, keine trüben Augen hat, ganz normale Kiemen hat, alles ganz normal. Wenn er keine Ausfallerscheinung hat. Ich habe ihn wieder zurückgetan, ne? Ich wusste echt nicht, was ich damit machen sollte, ne? Also das war mir echt, ich habe auch dann gesagt, hättest du ihn jetzt verbuddeln sollen? Ich mir war es wirklich nicht klar. Will man ja auch nicht essen, wenn der sowas hat, ne? Nein, um Gottes Willen. Also, holst du die Seuche da drauf, auf dem Kiemendeckel gebraten, Alter. Boah, Alter. Ey, das sieht echt widerlich aus, wirklich. Also ich habe ja schon viel gesehen an Fischen und so, aber das da, meine Güte, Alter. Boah. Ey, und wir waren eine Stunde und 10 Minuten am Angeln, und dann hatte ich den und während dem Drill Doppelrun auf die andere Route und noch einen. Ey, da haben wir innerhalb von anderthalb Stunden 3 Runs gehabt. Oh, geil. Und das ist kein Running Water, das ist echt, also ich habe da ab und zu mal so ein bisschen Lake Office gemacht, so am Morgen habe ich mal so 2, ich habe glaube ich mal 3 Bisse gehabt, aber da bin ich schon früh morgens hin. Ne? Und das gegen Mittag hat das sofort aufgehört. Also es ist kein Running Water, es ist jetzt nicht der schwerste See auf der Welt, aber auch nicht so ganz einfach. Ne? Ja, ist auch cool aber für den Kleinen, dann so 3 Bisse ist ja, für das Kind ist das sensationell, Alter, super. Voll, weil der hat ja schon nach 20 Minuten gesagt, langweilig. Ja. Und, war auch ein bisschen enttäuscht, weil auch Bayern-Fan, ne? Sag ich, komm. Ja. Mein Darmstadt-Fan ist jetzt auch nicht so das Beste, aber
Auf jeden Fall kam dann der Biss und alles war vorbei. Ich glaube, der ist für immer und ewig, ist der jetzt Angler. Angefixt. Das wär, ja, das wäre doch. Aber den mit dem Geschwür wollten sie beide nicht in die Hand nehmen. Den haben wir dann so wieder. Dann finde ja sogar ich als erfahrener Karpfenangler eklig. Hast du wenigstens ein Liter Klinik da drauf gesprüht? Nee, ich hab's. Grease Lightning hat er drauf getan. Kein Klinik da. Ich hab den eine halbe Stunde gewässert in dem Topf, weißt du, mit dem Grease Lightning. Jetzt flutscht der auch richtig gut, ey. Oh nein. Nee, also ich. Das bringt ja nichts. Grease Lightning ist. Die Klinik ist ja eher was gegen eine Entzündung. Das ist ja keine Entzündung, das ist ja ein Tumor. Ja, das ist wirklich. So, ne? Und das ist ja faustgroß, das Ding, wie ich das so deute. Ja, meine Fäuste, also nicht deine. Kein schöner Karpfen, muss man sagen. Ich wette, deine Hände sind kleiner wie meine. Naja, wenn du so kleine Fäuste hast wie Füße, weiß ich nicht. Wieso wusste ich jetzt, dass die Missgeburt das sagt? Du darfst nicht Missgeburt nennen, ich weiß. So, ja, das waren meine Angel-Experience. Auf die Stipp ist da nichts mehr gegangen. Dann kam auch dann ein anderer, der sagte, er will denn heute Nachmittag hier angeln. Und wir waren irgendwie confident in den Biergarten gegangen, haben ein Bierchen getrunken, haben Kochkäse gegessen und Schnitzel und haben eigentlich einen ganz coolen Tag noch gehabt. Also von daher. Das klingt doch schön. Ja. Da redet und schon die nassen Sachen. Das und die nassen bringen. Sachen waren schön bei mir im Landy drin und dann haben die beiden sich dann bei mir ins Auto gesetzt, so nach einer Stunde im Biergarten. Und das Auto hat in der Sonne gestanden. Und dann habe ich gesagt: Jungs, jetzt riecht ihr mal das richtige Leben. Smell of Success. Hab ich ja zu dem Markus gesagt, zu dem Vater gesagt: Du kennst den Geruch, aber nicht vom Mangeln. Er hat es bestätigt. Schön. Oh, jeder hat die eine im Freundeskreis. Aber heute ist er richtig eklig, ne? Der Peter, gefällt mir. Heute bin ich eklig. Finde ich gut. Ja, finde ich auch gut. Also, das war mein Wer war angeln? Also, wie gesagt, also rein eine Nacht und da anderthalb Stunden und mehr war ich wirklich nicht angeln. Wirklich nicht. Aber frohen Leichnam habe ich 4 Nächte Zeit. Was? Oh, das ist eine Long Session für den Herrn Schwedes. Bleiben wir in deutschen Landen oder hast du vor, irgendwie auszubrechen? Was steht da auf der Agenda? Eventuell werde ich meine erste Bootssession machen. Werde ich das Boot wie viele Jahren jetzt? 9 Jahren? 9 Jahren das erste Mal benutzen. Und jetzt nochmal wo? Also jetzt nicht genau wo, sondern halt Deutschland, Frankreich? Ja, auf dem Wasser. Nein, Alter. Deutschland. Okay, Deutschland. Okay. Ja, hätte sein können, dass du irgendwie nochmal kurz über die Grenze machst oder so. Tja. Geil. Bin ich mal gespannt. So. Ja. So, und jetzt erzählt ihr mal von euren erfolgreichen Sessions. Also, wie gesagt, bei mir war es ja semi. Naja, 3 Karpfen innerhalb von anderthalb, 2 Stunden ist das ja auch nicht so schlecht, ne? Ich sitze nämlich auch im Trockenen, Junge. Ich hole mir nochmal schnell ein Döschen. Hast du schon? Hast du das Döschen jetzt schon wieder? Ja, ich hab einen Brand. Ich habe gerade eben was mit frischen Zwiebeln gegessen. Ah, okay. Aber weißt du was? Das passt ganz gut. Dann kann ich ja auch nochmal einen auffüllen. Komm, also. Wir haben immerhin, auch wenn wir es jetzt nicht so zelebrieren, wie wir es wollten, die 75. Folge, Leute. Da kann man ruhig mal noch eine Zappe, oder? Ja. Eine Zappe. Alles klar. Bis Glückes. Ciao, Kakao. Einfach geil angeln? Einfach alles angeln. Bei Askari. Auf www.angelsport.de findest du eine riesige Auswahl der größten und beliebtesten Marken aus dem Karpfenbereich und vieles, vieles mehr. Abonniere jetzt unseren Newsletter und profitiere regelmäßig von attraktiven Rabattaktionen. Askari. Einfach alles angeln. Planen Sie Ihre Angelausflüge besser mit der Deeper Premium App. Erhalten Sie Zugriff auf Tiefenkarten von 50.000 Gewässern weltweit, auch ohne ein Deeper-Sonar zu haben. Verfügbar auf dem Laptop und Handy. Nach dem Download können die Karten auch offline gecheckt werden. Detailliertere Infos unter www.deepersonar.com. So, liebe Kapi-Zuhörerschaft, wir sind zurück aus dem Break mit wunderbaren Kaltgetränken. Yummy, yummy. Hier, komm, wir stoßen nochmal an auf die 75. meine Freunde. Ja, einfach nochmal anstoßen. Prost. Ja, cheers. Ja, Kollege Kaulbach, Kapitän Kaulbarsch, was ging bei dir? Du warst auch ein paar Tage draußen Karpfenangeln, ne? Ja.
Und zwar habe ich ja in der letzten Folge gesagt, dass mir die spannende Aufgabe zuteil wird, an einem See zu angeln, wo seit einigen Jahren nicht mehr geangelt wurde und keiner genau weiß, was drin ist. Ich war jetzt ja wirklich hyped da drauf. Wir hatten letzte Aufnahme, das war montags, dass ich am nächsten Tag dahin fahre, mir das angucken. Das war der Dienstag vorm 1. Mai, genau. Mittwoch war der 1. Mai. Dann bin ich Dienstag dahin und mein Plan war erst so 2-3 Stündchen Raubfisch angeln und dann mir das Gewässer karpfenmäßig, spotmäßig genauer anzuschauen. Bin dann nachmittags irgendwann da angekommen, hab die Banane vom Dach geworfen, aufgebaut, meinen Raubfischkram da reingeschmissen und der See, also wo ich da angekommen bin, muss ich sagen, das hat direkt eine geile Aura auf mich gehabt. Das war irgendwie, hat sich sehr, sehr gut angefühlt, da zu sein. Das ist sehr schön. Bevor ich dann an die Raubfische bin, habe ich dann doch, weil da war eine Insel so links, die muss ich mir schon als erstes mal angucken fahren. So, ne? Dann bin ich so um diese Insel rumgerudert. Insel geht immer, ne? Ja. Die musste ich mir auch angucken. Hab dann hinter der Insel, oder fangen wir mal kurz anders an. Der See, um das vielleicht ein bisschen zu verdeutlichen, der ist so aufgebaut wie ein J. Mhm. Und unten der Bogen von dem J, der ist halt sehr breit. Ne, damit man sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen kann. Da hast du so einen Arm hoch und dann gibt es oben nochmal links so einen Knick. Mir wurde gesagt, 4,5 Hektar, kommt meiner Meinung nach auch hin. Super flach, es sind 2 Mönche drin. Also müssen es wohl mal 2 Teiche gewesen sein. An diesen, was heißt super flach? Ja, genau. An den Mönchen, also die tiefste Stelle, war 1,30. Au. Und der Rest war so im Schnitt, würde ich sagen, 80, 90 Zentimeter. Was hast du da an Wassertemperatur gehabt? Schon 24 Grad? Ich hatte leider auch da meinen Fischhawk nicht mitgenommen. Ich habe es nämlich in der Karpfentasche quasi drin gehabt. Ich hatte den Karpfenkram nicht mit dabei. Super schlammig und Holz, 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 Holz und auch Holz im Wasser. Okay. Dann ganz abgefahren habe ich euch noch ein Video geschickt. Dieses Ding mitten im See, was aussieht wie so eine Panzereinstiegsluke. Ja. Wo ich gedacht habe, was zur Hölle ist das? Und dann kommen mitten im See so Steinpackungen hoch, wie so kleine Buhnen. Richtig fette, fette Steine. Teilweise wird es da so flach, dass ich mit dem Bananenboot drauf aufgelaufen bin. Krass. Mitten im See, oder was? Mitten im See kommen die einfach hoch. Ganz, 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 ganz kurios. Natürlich sehr trübes, mockiges Wasser. Ist aber, halt kein Feld, ist aber kein Feld, was einfach vom Hochwasser gerade voll ist, wa? Nee. Und halt super verschlammt. Einige Ecken auch abgefahren, weil ich habe hier so eine, weil ich wusste ja, dass der See sehr flach ist von demjenigen, der da gerade die Option hat, mich da quasi angeln zu lassen. Habe ich so eine Kescherstange mitgenommen, um den Boden so abzustochern. Und teilweise habe ich Ecken gefunden, die waren wie mit Beton ausgegossen. Mhm. Okay. Und der Rest war aber einfach nur brutaler Schlamm. Und ich kenne so eine gesehen, ich habe mit 2 so Gewässer geangelt, unter anderem auch der See, wo ich damals von dem ich spare mir jetzt die Schimpfwörter, mit dem Nachtsichtgerät da damals gestalkt wurde. Ihr erinnert euch an die Geschichte, die wir hier in einer der ersten Folgen erzählt haben. Ist genau derselbe Art See. Also wirklich ein klassischer Weiher. Du hast einen Zulauf, du hast diesen Mönch, wo du den ablassen kannst. Und halt super verschlammt und halt, weiß ich nicht, die letzten 50 Jahre Blätter da drin liegen so. Ne? Du hast halt ganz viel Laub auf dem Grund. Hab dann hinter der Insel Karpfen gesehen. Mhm. Trotz des supermockigen Wassers, die standen ganz, ganz flach im Holz, aber jetzt nichts Großes. So, ne? Waren so, also, ich sag jetzt einfach mal Satzer und so 2 Fische habe ich so auf um die 10 Kilo geschätzt. War jetzt natürlich auch nicht so, machst du keine Freudensprünge. Aber es hätten ja auch 100 kleine sein können. So. Und ich habe auch gesagt, das heißt ja gar nichts. Du siehst jetzt ja vielleicht nur einen Bruchteil von dem, was hier drin ist. Und dann habe ich mich... Man sieht immer nur die Kleinen. Oft. Ja. Und dann habe ich mich natürlich auch ein bisschen auf die Suche danach begeben, was ich immer mache, wenn ich an neues Gewässer komme. Was fressen die überhaupt hier? Ne? Und ich glaube, da wäre auch dieser... Peter, du hast es doch, dieser Ground Controller, ne, von Poseidon. Wo du so Schlammproben nehmen kannst. Naja, wo du so ein Schaufel, ja, oder so was Dinge. Da, ne? Nee, ja, nee, das so ein, ist so ein. So ein Stäbchenmäßig, ne? Wie so ein Dildo, der hat dann vorne an der Eichel hat er so eine Aussparung und das geht dann in den Boden rein und dann klappt das dann beim Hochziehen wieder zu und dann hast du da drin so ein bisschen Sediment. Okay. Ja. Das hätte ich da eigentlich ganz gerne gehabt, weil. Ein Reservoir. Diese Seen klassischerweise viel Zuckmückenlarven haben, also zumindest diese 2 Seen, die ich kenne, die ich auch beangelt habe. Und ich fand es übrigens ganz geil,
weil ich halt sehr viel in dieser Art von Gewässer geangelt habe. Die zwei Seen, von denen ich rede, die waren noch flacher. Da war bei einem Meter Schluss. Und es war halt genau dasselbe, nur größer. Ne? Und halt einfach noch mehr Holz. Dann habe ich eine riesige Teichmuscheln gefunden. Und habe schon mal, okay, weil das ist in den Seen, die ich kannte, nicht drin. Ne? Da waren halt dann hier, waren auch Gammarus drin, durch den Bach teilweise. Ne? Aber Teichmuscheln habe ich dann nie gesehen. Da lagen sehr viele Teichmuscheln rum. Ja, dann habe ich noch ein bisschen meine Hechköder durchgezogen. Es hieß dann, ich habe beim Aufbauen vom Boot kam noch so ein Anwohner dahergelaufen, der meinte, der Verein, der früher mal da dran war, hätte wohl sehr, sehr viele Zander eingesetzt. Und wollte ich aber nicht drauf angeln. Ich hätte es eigentlich gedurft, weil es ist in Hessen. Zander hat in Hessen keine Schonzeit mehr. Aber das gerade Anfang Mai war und das wirklich genau die Zeit ist, wo die Zandermenschen da auf den Nestern draufstehen und ihre zwei Wochen auf die Brut aufpassen. Ich mach's nicht so, auch wenn ich es gedurft hätte. Ich habe dann wirklich nur richtig große Hechtgummifische, diese Butcher, da durchgekurbelt. Und bin dann immer ans andere Ende gefahren, in diesen Knick von dem J. Und hab dann da auch ganz kurz vom Boot einen Biss bekommen. Eigentlich schon so, wo ich gedacht habe, ey, ich höre jetzt gleich auf hier passiert nichts. Ne? Weil ich habe ja in der letzten Folge gesagt, ich bin da total heiß drauf, da zu angeln. Weil wenn da so lange nicht geangelt wurde und du ziehst da mal wieder so ein paar Kunstköder da durch, das ist ja für die Fische, das kennen die ja gar nicht. Ne? Ja. Hat sich aber wirklich nicht viel getan. Da habe ich diesen Biss bekommen, ganz kurz dran, weg. Und dann war natürlich mein Ehrgeiz geweckt und dann habe ich weitergeworfen, bis es dunkel wurde. Und habe dann nichts gefangen und dann habe ich im Dunkeln mir drei Stellen angefüttert. Einmal an der Insel, einmal gegenüberliegendes Ufer mit dem ganzen Holz und rechts hing noch so eine schöne Weide so übers Wasser. Ah, das sieht auch verlockend aus. Hab dann Yellowberry Boilies gefüttert und hab mir sogar Dose Mais geholt, weil ich dachte, wenn der so lange kein Futter mehr reingeflogen ist, ne, Mais nehmen die Fische ja immer ganz, ganz schnell an, gerade diesen weichen Dosenmais. Und dann habe ich Groundbait genommen und ich habe so Groundbait, Green Beast heißt der. Das, wenn du den so ein bisschen überfeuchtest, wird er so teigig, so klebrig. Mhm. Also jetzt nicht dieses klassische Wolkenfutter, sage ich mal. Und habe dann da ohne Ende von diesem Plattformliquid reingetan, mit diesen frischen Zuckmückenlarven. Und habe dann, was ich mache das sehr gerne, wenn ich im kalten Wasser angel, zeitiges Frühjahr, später Herbst, früher Winter, halt wirklich probiert, in dieses kleine bisschen Futter ganz viel, sag mal, Lockstoff-Power reinzubringen, ne? Dass du halt gar nicht viel Wasser nimmst, sondern das fast nur mit Liquid anmischst. Und das wird halt unter Wasser so schlotzig. Ich hab das Lockstoff-Risotto, habe ich das irgendwann mal genannt, so, weil das so eine richtig schlotzige Pampe wird. Mhm. Und das habe ich dann an zwei Stellen gefüttert und an einer Stelle habe ich nur Boilies gefüttert. Und dann war der nächste Tag ja der 1. Mai und ich wusste nicht so genau, was ich mache. Und nachdem ich aber den Biss hatte, habe ich gedacht, ey, weißt du was, ich fahre morgen einfach wieder hier hin, nochmal einen Tag Raubfisch angeln und dann kann ich auch direkt nochmal füttern. Bin dann am nächsten Mittag wieder dahin, hab den ganzen Tag diese Dinger da durchgekurbelt und hab nicht einen einzigen Biss bekommen. Ja, null. Okay. Und irgendwann habe ich... Sind überhaupt Raubfische drin? Ja, ich habe auch nichts rauben sehen, gar nichts. Ne? Und da war mir auch klar, also ich habe natürlich, wie gesagt, sehr gezielt probiert, Hechte zu fangen, aber da kann nicht viel drin sein. Das hätte ja mal irgendwann mal einer zuppeln müssen. So, ne? Und ich habe auch wirklich richtig geil, schön in das Holz und so vom Boot aus, kannst du ja auch wunderbar präzise in diese Hindernisse angeln. Nichts. Und dann habe ich irgendwann so ein Glidebait drauf gemacht. Rogue-Glider heißt ja, das ist wie so ein Jerkbait so ein bisschen, nur dass er sich von alleine dreht. Und ich werf den, Kurbel, auf einmal ist die Rute krumm, zack. Und ich sag so richtig laut, na endlich. Also richtig erleichternd. Ich so, ach Gott sei Dank. Und das hat sich richtig gut angefühlt. Und ich pump und drill und denk so, oh Alter, das ist kein kleiner Fisch. Ja, hab ich eine Brasse quer gehakt. Danke dafür. Sura. Ja, Marian, die war... Zuckt er nicht. Brasse. Stichwort klar. Brasse. Ja, klar. Hätte ich mich schon komplett gefreut. Warst du schon erfolgreich. Ja. Was ich aber sagen muss, was mich dann auch wieder positiv gestimmt hat, die war groß. Ne? Also, ey, wenn die Brassen so groß werden... Wer weiß. Dann wollte ich ja eigentlich Donnerstag losgehen und bis Samstag angeln, habe aber Donnerstag irgendwie gemerkt, boah, hier ist noch so viel zu tun, mir wird ein bisschen zu stressig. Ich gehe Freitag und bleib dann bis Sonntag. Und bin dann Samstag auch recht spät, also spät nachmittags da angekommen. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, weil ich habe euch noch ein Video geschickt. Es hat dann ja von Dienstag auf Mittwoch so brutal geregnet. Nee, Entschuldigung, von Mittwoch auf Donnerstag hat es so brutal geregnet. Und es gibt, habe ich vielleicht auch eben vergessen zu erwähnen, an dem See nur eine Stelle, wo du sitzen kannst.
Du könntest theoretisch noch am anderen Ende sitzen, in dem Zippel von diesem J, aber das macht nicht wirklich Sinn, weil du A, scheiße sitzt und B, dann durch so viel Wasserfläche beangeln kannst. Mhm. Und da natürlich ein Bach in den See reinkommt, komme ich da an, gucke auf diese Stelle und ist einfach alles unter Wasser. Alles. Weil der, sag mal, der Wasserspiegel und da, wo du sitzt, das sind gerade mal 10 cm Unterschied und wenn das Ding dann 20 cm steigt, dann ist halt einfach die komplette Fläche, wo du sitzen kannst, geflutet. Und ich stehe da und ich denke, Alter, wo soll ich jetzt überhaupt noch hier meinen Tempest irgendwo hinzimmern? Ne? Gar kein Platz mehr. Mhm. Und dann gucke ich nach rechts und ich gucke in diese Ecke und sehe Flossen. Flossen. Flossen oben, die so aus dem Wasser rausgucken. Fische drehen, bewegen sich und ich denke, boah, wenn die jetzt laichen, ne? Wenn die jetzt laichen, wenn ich jetzt hier hinkomme, ich kann hier nicht aufbauen und wenn die jetzt noch anfangen, hier rumzuficken, dann ist ja, kannst ja gerade wieder heimfahren, ne? Boah, da war ich echt kurz echt pisst, ne? Dann habe ich aber gedacht, nachdem ich das ein bisschen länger angeguckt habe, sieht gar nicht so sehr nach Leichen aus. Vielleicht sind die einfach nur brutal aktiv gerade da an der Ecke. Hab da meinen Kram aus dem Auto rausbuxiert, hab irgendwie in der letzten Ecke noch so ein bisschen Gras oder Feld gefunden, wo ich irgendwie meine Liege halbwegs trockenen Fußes hinstellen konnte. Und dann bin ich rausgerudert in die Richtung dieser vermeintlich laichenden Fische, wo ich aber da schon dachte, nee, wahrscheinlich ist es wirklich nur eine Ansammlung an aktiven Fischen. Und da war alles voll. Du hast halt nicht gesehen wegen der mockigen Brühe, aber du hast halt ständig, du hast richtig, weil es so flach war, die Bugwellen gesehen, wie die rausschießen und überall neben dir ist der Schlamm so aufgewühlt worden. Und ich denke so, boah, hier ist alles voll Fisch. Und du hast richtig gesehen, am Ufer waren noch 2, 3, die konntest du sehen, die haben mit dem Kopf in dem Schlamm drin gesteckt, da war richtig Action. Schnell einen Poppy hingelegt, zurückgerudert, den Rest aufgebaut und dann hatte ich nach einer guten Stunde den ersten Biss und das war direkt ein Fisch mit 16 Kilo. Okay, das ist geil. Das ist ja mega, ey. Ja. So, überleg dir mal, für so unbekannter Bestand, unbekanntes Gewässer, erster Biss. Ja. Geil, oder? Ja, das ist eigentlich mit das Geilste, was es beim Karpfenangeln gibt. Ich muss auch sagen, ich war wirklich, die Stimmung da, das war elektrisierend, würde ich schon fast sagen. Und dann 16 Kilo, ich denke, okay, Mann, das ist ja nicht das Ende der Fahnenstange. Weil du weißt ja gar nichts. Kann ja sein, dass er da irgendwie nur bei 10 Kilo Schluss ist. Und das Ding ist voll mit kleinen Karpfen, du weißt ja, hast ja gar keinen Anhaltspunkt von nix. Und da war schon mal so, okay, geil, nicht schlecht. Hab dann eine Rute an die Insel gelegt, eine gegenüber an das Holz, wieder genauso gefüttert wie beim Vorfüttern mit dieser, ne, mit einem Lockstoffrisotto und mit Boilies. Und dann ist kurz vorm Dunkelwerden die Rute wieder abgelaufen in diesem flachen Wasser. Und was krass war, halt zwischen mir und den Fischen war halt dieser scheiß Steinhaufen. Und ich wollte aber auch erstmal nicht vom Boot drillen, weil, das habe ich halt auch beim Rutenablegen und beim Füttern gemacht, ich bin da total im Stealth-Mode darüber, weil ich wusste, oder ich kenne das von so flachen Seen, wenn da seit Jahren auch keiner mehr überhaupt geangelt hat, außer übrigens Schwarzanglerspuren haben wir halt einige gefunden, dann ist das für die Fische, du kannst die sehr gut damit spooken, ne, verschrecken, wenn du da drüber ruderst, die kennen das nicht, dann sind die erstmal verschreckt. Deshalb habe ich dann vom Ufer gedrillt. Und das war dann mit diesem Steinhaufen dazwischen auch ein bisschen spannend, aber irgendwie habe ich es gedribbelt bekommen, den zweiten Fisch auch da drüber zu drillen. Und der hatte dann knapp 14,8, auch ein richtig schöner Spiegler. Und ich denke, okay, geil, nicht schlecht. Ehrenzwanziger. Genau. Und dann, jetzt muss ich wirklich anfangen, genau, dann habe ich in der Nacht habe ich 3 Fische gefangen. Keinen an der Insel, einen nochmal da rechts und 2 dann am gegenüberliegenden Ufer. Da lag auch so ein riesiger Baum im Wasser. Ich habe mich aber ein bisschen von dem Baum ferngehalten, weil dadurch, dass ich halt im Wasser aufbauen musste und so weit hinten saß, war mir das zu tricky. Ne? Zelt zu, Schlafsack zu und dann musst du da 15 Meter zu den Ruten rennen, da kannst du die Schucken Hold angeln. Das ist ja nicht weitgerecht. Hab mir aber auch gedacht, du brauchst wahrscheinlich gar nicht so brutal im Holz angeln, hier ist eh kein Angeldruck drauf. Die bewegen sich ja auch. Hab dann die Nacht 3 Fische gehabt, genau. Ja, und dann ist irgendwie am nächsten Tag, ab mittags, ist es ein bisschen eskaliert. Dann, ja, waren ja noch gute dabei. Die Nacht bis, ich hab sie nicht gewogen, war aber kein großer dabei. Ich hab einen gefangen mit, geschätzt so 13, 14 Kilo nochmal. Und die anderen beiden waren so kleine Schuppis. Und am nächsten Mittag um 11 kam der nächste Biss, auch ganz kurios, es piepst 3-mal an der rechten Route, nichts mehr passiert.
Und irgendwann will ich so 20 Minuten später die Route kontrollieren und wollte alle neu legen und nehme die Route hoch und merke, dass ich in diesem Steinhaufen hänge. Und der Fisch war noch dran. Der hat die ganze Zeit dahinter seine Kreise gedreht. Da hast du ein bisschen Ja, aber die Schnur hing vorne fest. Mhm. Auch ganz kurios. War da auch wieder ein kleinerer. Aber schon, dass er nicht gerissen ist. Ja, gut so. Ne? Ich habe nur gedacht, ist halt blöd, dass der so gehakt da hinten 20 Minuten rumgeschwommen ist und wahrscheinlich alles verjagt hat, was da sonst so rumgefressen hat. Aber es hat die Jungs nicht interessiert. Ich habe die Route neu abgelegt. Ich krieg's wirklich nicht mehr zusammen, aber ich habe viele Bisse gehabt den Tag über. Und dann ist die Route gegenüber in diesem verholzten Bereich abgelaufen. Und da hast du direkt gemerkt, so, das ist doch schon noch mal ein bisschen andere Kategorie. Und das war dann ein Spiegler mit 18 Kilo. Etwas über 18 Kilo. Richtig uriger, alter Fisch. Und da habe ich auch gedacht, so, okay, geil. Also 18 Kilo ist dann ja auch schon mal nice. Voll geil, ja. Total, ich habe mich auch wirklich... Mega, ich meine, für unbeangelten See ist das doch geil. Ich habe mich todesgefreut, so, ne? Also, jetzt will das jetzt nicht kleinreden oder so, aber ich habe mich halt lange nicht mehr so über einen 18 Kilo Fisch gefreut. Weil es einfach so, ach, geil, hier ist, ne? Du weißt, und dann weißt du, ist ja vielleicht auch da auch noch Luft nach oben und 18 Kilo ist ja ein großer Fisch, ne? Ist ja jetzt auch kein kleiner Fisch. Dann ist es halt wirklich irgendwie ein bisschen eskaliert, dass ich, weiß nicht, Peter, wo wir telefoniert hatten, hatte ich ja auch noch Bisse. Ich habe mit Marek telefoniert, da habe ich einen Biss bekommen. Die haben wirklich, ich habe sehr, sehr viele Bisse gehabt. Und was ganz kurios ist, wobei es eigentlich auch typisch nicht ist, aber die Fische haben gar nicht gedacht, was mit denen passiert. Ne? Da gab es kaum Runs. Wir hatten ja auch darüber gesprochen, also wenn du an so jungfräulichen Gewässern angelst, dann da ist das ganz komisch, die schwimmen auch ganz oft einfach auf dich zu. Ja, ich hatte ja... Im Drill. Schön, ne? Also, genau, schön, dass du sagst, Peter. Ich hatte ja sogar dann vor dem Holz Dropbacks. Wo ich mir denke, wie nett ist das denn? Danke dafür. Ja. Und auch eine geile Aktion noch. Ich kriege auch ein Dropback, gehe an die Route, nimm die auf und sehe den Fisch ganz nah am Ufer rollen, wo ich mir denke, warte mal kurz. Wenn ich 10 Meter vom Ufer ablege, krieg einen Dropback, gehe an die Route, wie soll der Fisch denn jetzt da hinten am Ufer rollen? Wo hat der denn jetzt die 10 Meter Schnur hergeholt? Hat bestimmt einen anderen Fisch erschreckt. Da habe ich auch erst kurz gedacht. Mhm. Ich drill, auf einmal ist der Fisch weg. Und ich denke, scheiße. Und kurbel ein und habe in meinem Rig drin hier so ein Stück Schnur mit so einem Sargblei und einem Haken drin hängen. Ah, okay. War dann ein Fisch, der an einer anderen Schnur hing, der einfach nur bei mir reingeschwommen ist, ne? Aber immerhin habe... Schwarzangler, ja genau. Wir haben auch da hier so die klassischen Rutenständer aus Holz gefunden, Maisdosen, Madendosen. Also man hat schon gesehen, dass da schwarz geangelt wird, ne? Aber immerhin ist der Fisch statt scheiß Sargblei und den Haken losgeworden dadurch. Ja. Aber kaum Runs, alles wirklich so piep, piep, piep hoch. Dann hast du richtig gesehen, wie Druck auf die Schnur kommt, so der auch so, sag mal, so blöd schon so gegen die Rolle ruckt, aber nicht richtig abzieht. Hast du die Bremse offen gehabt? Ja, schon. Zwar stramm, aber schon so, dass du abziehen kannst. Ja, und dann kam die zweite Nacht. Und ich denke, ey, du hast jetzt in der ersten Nacht so 3 Fische gehabt. Heute tagsüber war wirklich gut was los. Viele Bisse gehabt. Jetzt sind wir mal gespannt, was in der Nacht passiert. Auch geil. Da haben wir auch telefoniert, Peter. Ich stehe da. Dann sind diese großen Flugmücken, nenne ich die jetzt mal, mit diesen langen Beinen, waren ohne Ende. Und ich stehe da, telefoniere mit Peter, so Kopflampe so an, das Vieh kommt angeflogen, ich puste das so weg, so, pff. Ich sag, verpiss dich und guck hoch mit der Kopflampe und genau in dem Moment kommt der Fledermaus und packt sich das so 1 Meter von meinem Kopf so im Schein meiner Kopflampe, dieses Vieh. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das fand ich ganz geil. Ja. Und jetzt kommt der nächste Kracher. Eisvögel waren da, alle schön und gut. Ich weiß, der Peter mag sie nicht, ich finde die toll. Aber, Jungs, ich habe einen Biber gesehen. Biber? Bobber? Da ist ein Biber. Ah, da ist Bobber. Ein Biber. Bobber, Kurva. Bobber. Also ich habe den Bau schon am ersten Tag, wo ich schon mit dem Boot unterwegs war, den Biberbau entdeckt. Da siehst du auch richtig so diese ganz, so wie so pfeilspitz abgenagte Bäume. Und ich habe dann in dem Boot gesessen und denke, boah, Alter, ist das ein Nutria? Ich denke, nee, Alter, viel zu groß, bin näher ran. Ist da der fette Biber rumgeschwommen? Das fand ich ganz geil. Voll. Hat einer von euch schon mal einen Biber gesehen? Nee, live, also jetzt, ja, nee, beim Angeln irgendwie noch nicht, nee. Fand ich cool. Also das fand ich, ja, abgefahrene Viecher. Ja, so, lange Rede, kurzer Sinn, die zweite Nacht kommt, ja, dann ist es irgendwie da komplett eskaliert, ne? Also ich hab es in der Nacht 2-mal gehabt, dass alle 3 Routen nacheinander abgelaufen sind, aber wirklich nacheinander, immer Fisch
im Kescher, nächste Route läuft, Fisch im Kescher, nächste Route läuft. Ich hab immer rechts, weil ich hatte zwei Routen links stehen und eine rechts. Habe ich so rechts noch den Raubfischkescher hingestellt, weil ich immer noch mit dem Kescher, ich hatte es mehrfach gehabt, dass ich nicht mehr den Kescher zusammenbauen konnte, bis die nächste Route abgelaufen ist. Hast du keinen zweiten Karpfenkescher mit? Nee. Ist doch Mode jetzt. Ja, aber ich habe ja... geht sogar zum Drittkescher. Eigentlich macht es auch Sinn, habe ich das schon mal gesagt, weil wenn Kescher kaputt geht, echt blöd. Aber ich habe auch, glaube ich, wo ich diesen Corner-Kescher mal neu geholt habe, euch gesagt, dass der hält einfach, den kriegst du nicht kaputt. Der ist stabil. Also ich habe mittlerweile zwei mit, weil mit die mit den Teleskopstangen. Ich finde, die haben so ein kleines Packmaß, die wiegen nix. Und je nachdem, wo und wie du angelst, und ich habe es wirklich auch schon gehabt, ein paar Mal, dass irgendwas, ein Fisch lief ab und du hast in einem Kescher und kriegst auf einmal direkt einen zweiten Run. Und finde ich gut. Ich meine, du musst dir da nicht so... Ja, ist auch gut. Ne, oder ich habe auch an eine besehene Stelle, wo ich halt mit ein oder zwei Routen in einen Seeteil angeln und die andere Route steht halt so 5 Meter neben dem Zelt woanders in den anderen Seeteil. Ja, und dann legst halt da auch einen Kescher hin, ne? Ja, die Situation hatte ich so auch, wie gesagt, dass die Routen so ein bisschen verteilt waren und habe ich dann einfach da den großen XL-Raubfischkescher hingestellt und habe den dann genommen, ne? Aber das ist dann wirklich in Arbeit ausgeartet. War jetzt auch, ich hab noch einen richtig schön beschuppten Fulli gefangen, vielleicht so 5, 6 Kilo, aber ein schönes Tier. Und zwischen all den Bissen in der Nacht, was halt ja, wieder viele kleinere Schuppis waren, sag mal irgendwas zwischen 5 und 10 Kilo, hat er noch so 2, 3 Fische, so, ja, sagen wir mal 12, 13 Kilo. Aber dann war irgendwann dann doch noch einer dabei mit knapp über 19. Ja? Ja. Und auch noch. Ja, auch ein Spiegler. Auch ein schöner alter Fisch. Und da war schon gut, ne? Das hat schon gebockt. Und dann, also hast du 18 und 19. Genau. Genau, und 16, wenn du jetzt auch noch, ja, genau. 3,30er, geil. Okay. 3,30er, ja. Und dann habe ich auch noch an der Insel, das war der erste richtige, achso, Entschuldigung, mir ist so gerade, 2 Grase habe ich auch noch gefangen, Peter. Ratten. Aber kleine. Ratten. 2 Grase hatte ich noch. Nicht eine einzige Brasse, das hat mich schon mal ganz, ganz freudig gestimmt. Und da habe ich an der Insel einen Vollrun bekommen. Ja, Marian, ich bin nicht so der Brassenmann, ne? Ich hätte gerne beim Rheinkurbel-Hesch gefangen, das wäre cooler gewesen. Und da habe ich an der Insel den einzigen richtigen Vollrun bekommen. Brutal durchmarschiert. Ich an die Route, hoch, Drill und patsch, knallt mir die Schnur um die Ohren. Aber ganz vorne, so 20, 25, vielleicht 30 Meter raus, ist mir die Schnur gerissen. Und ja, gut, das ist nicht so ein Steinhaufen oder was? Nee, da waren keine Steinhaufen und ich habe mir das ja schon wirklich sehr genau angeguckt. Und dann habe ich das nachts sogar dann doch noch im Schein der Kopflampe gefunden. Da geht einfach ein Betonpfeiler hoch mitten im See. Was? Ein Betonpfeiler. So 30, 40 Zentimeter dick. Okay. Das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Das war mir auch sehr ärgerlich. Nimmst du beim nächsten Mal nimmst ein Mottec mit, da klopfst du das Ding einfach weg. Ich habe sogar schon überlegt, ob ich auf die Steinpackung drauf einfach einen Bankstick mache und die Schnur da drüber lege. Na ja, klar, warum nicht? Und dann ist es wirklich so weit gekommen, dass ich irgendwann, ich konnte ja irgendwann wirklich nicht mehr. Ne? Das ging ja, das war ja, die Nacht davor habe ich jetzt ja auch nicht wirklich viel gepennt. Aber das war dann so, dass ich irgendwann so gegen 2 mal weggedöst bin, dann hat es wieder gebissen und wieder und dann immer dieses kurz einpennen, wieder wach werden, kurz einpennen, wieder wach werden. Irgendwann bist du halt auch echt gar, ne? Und da war das zweite Mal, dass alle 3 Routen nacheinander abgelaufen sind. Da musst du auch wieder fahren, neu montieren, haken, Futter. Also das ist wirklich in Arbeit ausgeartet. Und irgendwann habe ich dann nur noch eine Route gefahren. Und die ist jede halbe Stunde abgelaufen. Irgendwann habe ich nur noch Single Hookbaits geangelt. Ich habe da gar kein Futter mehr runtergelassen. Aber ich konnte auch nicht aufhören, weil ich war wirklich schon gar. Es wurde hell. So, ne? Ich denke, Alter, ich hab gefühlt kein Auge zugetan. Aber du kann ja jede Sekunde ja doch wieder ein guter Fisch beißen. Und ich habe die Route immer wieder und wieder und wieder gefahren.
Hast du durchgezogen? Okay, geil. Weißt du, wann ich, aufgehört habe zu angeln? Um 9:30. Ja. Um 9:30 habe ich aufgehört zu angeln, weil ich wusste, ich muss jetzt wenigstens mal 2-3 Stunden pennen, um mal hier auch abbauen zu können und irgendwie noch nach Hause zu fahren, ohne mit Sekundenschlaf auf der Autobahn mich in den Tod zu fahren. Um 9:30 habe ich aufgehört. Ich hatte kaum noch Bleie. Ich bin da richtig geplündert worden. Und dann habe ich, wo ich aufgestanden bin, um 10:30 oder was, habe ich den Wecker gestellt, habe ich die Ruten nochmal gelegt zum Abbauen. Nur noch diese eine wieder vor das Holz, habe noch ein bisschen Futter drauf geworfen. Dann hat aber nichts mehr gebissen, was auch okay war, aber ich musste natürlich nochmal reinlegen. Und da habe ich 2 Stunden gebraucht zum Abtackeln, ne? Und das Auto war Gott sei Dank nicht weit. Da war ich auch ganz praktisch so. Auto hinterm Zelt habe ich lange nicht mehr gehabt. Aber ich habe wirklich jedes Teil einzeln an dieses Auto getragen. Ich war fix und fertig. Glaube ich. Ich war fix und fertig. Und dadurch, dass dieser Angelplatz ja so geflutet war, ich habe euch auch noch da auch ein Video geschickt, ich habe ja 3 Tage lang in Wattstiefeln gelebt. Schön. Das war ja wirklich Lack-to-Dare-Feeling. Und was aber auch ganz geil war, das sind so urig alte, riesige Bäume. Da ist auch ein Baum ins Wasser gefallen. Ich habe noch nie so einen fetten Baum gesehen, wie ein Mammutbaum. Ich muss mal gucken, ob ich mal nächstes Mal ein Foto davon mache. Ich habe in Deutschland noch nie so einen breiten Baum gesehen. Und diese Bäume, und dann ruderst du so aufs Ufer zu, du hast dieses Schilf und diese hohen Bäume, und da habe ich dem Nico noch geschrieben, ich sage, Nico, das ist hier wie Crazy Lake im Frühjahr, ne? So dieses Schilf, die Bäume, du musst immer mit den Wattstiefeln, mit der Watthose an die Ruten, das hat schon Flair da, muss ich sagen. Der Ort, der gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich denke, ich werde nächstes Wochenende nochmal dahin fahren. So ist zumindest der Plan bis jetzt. Schön. Ja. Schön. Ja. Hört sich erfolgreich an. Ja, war gut. Aber war auch wirklich anstrengend, Junge. Aber jetzt bist du auf jeden Fall gewappnet und heiß drauf. Ja, genau. Das ist doch geil. Ja. Schön. So. Bevor wir jetzt zu Marian kommen, noch ganz kurz die Tage drauf. Ich bin Dienstag, Mittwoch und Donnerstag bin ich nachts Spinnfische gefahren auf Hecht. Auch an den einen See, wo ich eben erzählt habe, wo auf einmal 3 Meter mehr Wasser drin sind. Da konntest du kaum was machen, weil du irgendwie fast nirgendwo werfen konntest. Und der Kollege meinte schon, eigentlich musst du mit der Watthose dahin, damit du überhaupt auswerfen kannst. Aber ich stehe nicht nachts in 16 Grad kaltem Wasser in der Watthose im See und werf. Ich habe an einer Stelle mit den Wattstiefeln 10 Minuten drin gestanden. Das war schon unangenehm genug. Dann bin ich von da an einen anderen See gefahren, der auf dem Heimweg lag. Und habe 3 Hechte habe ich gefangen. Und 87 und 86 waren die größten. Und der 87er, richtig geil, das war echt eine coole Kiste. Da waren ein paar Kollegen von mir da angeln, war an Vatertag, den Donnerstag. Und der steht so unterm Baum in 30 cm tiefem Wasser. Wir haben den mit der Kopflampe die ganze Zeit angeleuchtet und ich immer wieder diesen Butcher dem vor die Nase geworfen. Ich denke, der will nicht. Und irgendwann, kurz vorm Ufer, nach dem x-ten Wurf, dreht er ab und schießt 1 Meter vor unseren Füßen auf diesen Köder drauf. Ey! Jungs, das war so geil. Er hat auch noch richtig gut gekämpft für so ein Hecht, ne? Also das war der Moment, wo ich dachte, oh ja, das war echt geil. Ja, vor allem, wenn du natürlich dann auch so diesen Angriff so aktiv da mit beobachten kannst, ne? Ja, und so nah, ne? Also dann so im Schein dieser Kopflampe, mega. Also das hat echt gebockt. Kaulbach? Ja. Kaulbach, beim Hecht bist mehr Emotionen als beim Karpfen bist, ne? Ja. Ja, ist halt so. Sag mal, so Karpfen habe ich schon ein paar mehr gesehen in meinem Leben. Schön. Nee, aber waren ein paar schöne Angeltage. Und wir hatten ja auch geiles Wetter, ne? Die ganze Zeit. War auch nachts jetzt gar nicht so kalt. Das hat schon Spaß gemacht. Fischreich. Ja. Fischreiche Tage, Fischreich. Alter. Ja, das kann man wohl sagen. Ja. So viel dazu. Ich werde berichten, wenn ich das nächste Mal diesen See fahre, weil da muss ich auf jeden Fall nochmal hin. Und da der Peter, ja da, wie wir in der letzten Folge gesagt haben, auch früher schon geangelt hat, vor vielen, vielen Monden. Peter, glaube ich, wir sollten uns mal da treffen. Wir zwei. Ja, ich komme auf jeden Fall mal dazu. Ne? Da hätte ich Bock drauf. Ist ja für dich geil, so nach so langer Zeit mal an so einen Ort zurückzukommen, der dich so in deiner anglerischen Anfangszeit begleitet hat. Naja, machen wir. Geil. Super. Sura. Marian. Ja, bei mir ging es Mittwoch los, Mittwochmorgen. Ich habe mir zeitlich einen Wecker gestellt, 6 Uhr, bin kurz nach 7 oder so bin ich schon losgefahren. Hab dann natürlich noch schön im Berufsverkehr mitgenommen, war direkt ein Traum, bin auch direkt völlig entspannt am Wasser angekommen. Und
mein favorisierter Platz war frei. Ich hatte mir aber noch ein, zwei andere Stellen angeguckt, weil ich dann vor Ort dann wieder doch nicht so sicher war und habe halt ein bisschen geguckt und dachte, ah, vielleicht siehst du ja irgendwo den einen oder anderen Fisch. Hab dann auch zwei Fische buckeln gesehen und dann war für mich ganz klar, okay, die favorisierte Stelle, die ich auch im Vorfeld schon mir ausgedacht hatte, die wird es auf jeden Fall dann auch sein und habe dann meinen ganzen Scheiß dahin gekarrt und ja, habe dann wirklich morgens da erstmal schön aufgetackelt. So, habe dann mein Baitboot rausgeholt. Ich habe halt da in dem See mit dem Baitboot geangelt und ja, habe dann leider feststellen dürfen, dass ich Vollidiot zwar komplett vorbereitet am Vorabend alles geladen habe, was man irgendwie nur zu laden hat, aber ich habe den scheiß Deeper vergessen. Okay, schlecht. So, und bei dem ND-Boot ist er ja integriert. Ja, dann hatte ich wirklich 0%. Gar nichts. Und dann habe ich da gesessen, habe erstmal bestimmt ja eine gute Stunde warten müssen noch, bis ich halt genug, also ich hatte dann glaube ich 5% und konnte dann halt die Routen fahren, ne? Ich hatte halt die Spots leider nicht mehr gespeichert und dementsprechend, ja, war ich halt einfach auf den Deeper angewiesen, um halt die Kanten und sowas zu finden. Und ja, als das Ding dann endlich geladen war, habe ich dann die Routen rausgebracht. Und es war so, dass ich eine Route alleine in einem anderen Seeteil geangelt habe, direkt unterhalb der ersten Uferkante. Und die anderen zwei Routen halt vor einem Hindernis, vorm Holz. Weil für mich halt ganz klar war, jetzt im Frühjahr da, wir haben Hochwasser, die Uferpartien, die sind da hinten weiter über, also noch mehr überflutet und da ist halt einfach ein abgeknickter alter toter Baum im Wasser und da steht der Fisch. Ja, und hab dann erst die zwei Routen gemacht, die halt im tieferen Bereich lagen. Hab dann eine quasi rechts von dem Baum unterhalb der Kante auf 4,5 Meter gelegt. Ich habe halt gedacht, ich will die Fische halt abfangen können, wenn sie halt entweder aus dem Tiefen in den flachen Bereich halt reinziehen, also quasi direkt unterhalb der Kante, die halt an dem Baum ist, und eine halt on top obendrauf vorm Baum, so auf gut 3,5 Meter. Und habe dann aber, wie gesagt, erst die tieferen Routen gelegt und die flache, für mich auch vermeintlich die heißeste Route zuletzt. Und die auch. Wie man das halt immer so macht, ne? Die heißeste Route immer zuletzt. Nee, ja, nee, weil ich einfach, ich wollte mir Zeit lassen. Aber die anderen Routen wollte ich schon drin haben, aber da war einfach präzise Arbeit gefragt. Und deswegen war ich so todesnervös und habe die Route dann tatsächlich zuletzt gelegt. Ja, habe mir dann da einen orangenen Enzympoppy draufgeschraubt, so wie immer. Ist einfach meine absolute Lieblingsfarbe. Und ey, ihr glaubt es nicht, ich fahre mit dem Futterboot dahin, find den Spot, speichere mir den, lass den Leuchtkörper darunter und hatte, ich weiß nicht, vielleicht so ein knappes Kilo Futter, ne? Habe ich draufgelegt, war auch eine Mischung aus Groundbait, ein paar zerbröselten und halbierten 35 mm Dumbbells, also schon ein bisschen größer, ein bisschen Teig und Fermented Milk Boilies von Straubing, also ein Kohlenhydrat-Boily. Und den habe ich halt genommen, weil ich es geil finde, dass der sehr, 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 sehr hell wird nach ein paar Stunden im Wasser. Ich wollte halt wirklich auffälliges Futter da in dieser Holding Area halt platzieren und ja, hab das Ding runtergelassen und in dem Moment, wo ich die Luken aufmache und mit dem Boot zurückfahre, sehe ich quasi da, wo das Boot noch vor 5 Sekunden war, sehe ich so einen Schwall und eine Flosse. Und dachte noch so. Waller. Dachte noch so, Alter, warte. Meerjungfrau. Warte ab, das gibt einen Blitzbiss. Du kriegst sofort einen Biss. Und das Boot ist gerade bei mir. Sehe ich schon meine Spitze. Puff, Voll Einschlag. Boah. Bremse hatte ich komplett zu und war halt zum Glück auch noch in der Watthose, weil ich habe zwar Mono drauf gehabt, aber ich wollte halt, dass die Fische wirklich keinen Zentimeter von der Bremse noch zusätzlich bekommen. Ja, direkt Rute im Anschlag. Volle Pulle gepumpt und dann piu, direkt geschlitzt. Dachte ich, Sura. Willkommen im Club. Ausgeschwedest. Ja. Und ich dachte so, Alter, die Session. Der Mac Schlitzinger. Weißt du, die Session fängt schon so scheiße an, ne, mit dem Deeper und sitzt hier wie so ein Trottel im Gras und wartest, dass das Ding geladen ist.
und dann kriegst du direkt so einen Blitzbiss und der schlitzt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Naja, ich auf jeden Fall direkt, Boot war ja noch an, neu beladen, neuen Leuchtkörper drauf, wieder ein bisschen Futter rein. Und wieder auf A gedrückt, das Boot. Wieso Leuchtkörper? Das ist Leuchtkörper sind. Das Ding auf jeden Fall wieder dahin gefahren. Wenn du dein T-Shirt aussiehst, hast du einen Leuchtkörper. Ja, das stimmt, das ist aber weiß. Das weiß, ja. Naja, ich auf jeden Fall das Ding wieder dahin gefahren und es war wirklich ungelogen, beinahe genau wieder so. Das Boot kommt zurück, ich heb's aus dem Wasser, geh zum Zelt, setz mich gerade hin, guck auf die Spitze und noch bevor der Bissanzeiger piept, sehe ich die Spitze wieder. Pong. Der konnte halt nicht viel piepen, keine Frage, weil Bremse war ja auch zu. Ich habe die Schnur komplett gespannt und meistens, wenn ich dann die Bisse bekommen habe, hat das wirklich nur so piep, piep gemacht und du siehst halt nur die Spitze und das war es. Mehr nicht. Auf jeden Fall ich dran, wieder gepumpt wie ein Berserker, um den Fisch da halt aus dem Hindernis wegzukriegen. Und das Problem war, dass ich halt nicht straight auf dieses Hindernis angeln konnte von der Stelle aus, sondern halt in einem leichten Winkel. Und das Problem war natürlich, dass die Fische, wenn die gebissen haben, nicht halt straight in das Holz sind, sondern halt nach links gezogen sind. Und dann musste ich halt quasi so um die Ecke drillen. Und das hat's halt super... Ah, das ist ein Scheißwinkel, ne? Voll scheiße. Das hat's halt super schwierig gemacht, weil du natürlich erstmal... Du stehst so gekrümmt nach vorne, hältst die Rute nach vorne und ziehst quasi die Spitze nur so über die Wasseroberfläche nach rechts weg. Todesanstrengend. Auch so für den Rücken und so. Todesanstrengend. Ich den Fisch auf jeden Fall aus dem Hindernis rausbekommen. Der schwimmt ins Freiwasser und ich denke, alles klar, Jackpot. Geil, Fisch ist safe. Und jetzt nur noch drillen und gleich ist er bei mir. So war es dann auch. Kescher den Fisch, guck rein, hab's halt leider vorher beim Kescher nicht direkt gesehen, ob es ein kleinerer oder doch schon ein etwas größerer Fisch ist, weil die Sonne halt direkt so vor mir war und guck rein und denk, Alter, der sieht gut aus. Rig rausgeholt, abgesteckt, auch für Matte gewogen, 19,6, 19,7 Kilo. Nice. Geil, dachte ich. So kann der Tag doch beginnen. Perfekt. Und direkt weiter. Route wieder hingefahren, wieder abgelegt, keine Ahnung, eine Stunde später, wieder ein Biss, wieder geschlitzt. Ich denke, okay, Freunde, jetzt wird's hart. Das ist eine schlechte Quote. Ja, weitermachen. Ist doch normal. Ja, pass auf. Ja, hook and hold. So. Ich auf jeden Fall weiter. Hook and Schlitz. Genau, weitergemacht. Ich will, das ist doch normal. Hab dann auf jeden Fall am frühen Mittag rum wieder ein Biss gekriegt, wieder auf Pop-Up, wieder auf 3,5 Meter, 21 Kilo. Und dann war todeskonfident, ich war unfassbar happy und dachte nur so, Alter, wie geil, das ist mal ein Vormittag und ein Mittag. Ja. Zwei so geile Fische. Das Ding... abfotografiert, zurückgelassen, Route wieder neu bestückt, rausgebracht und hab dann am frühen Abend noch einen Fisch gefangen mit 16 Kilo und hatte so, alles klar, der Platz läuft, Fisch ist da, aber nachts will ich hier nicht angeln, ist mir einfach zu heiß, weil ich wirklich beinahe den ganzen Tag halt auch einfach in der Watthose war, weil ich halt immer wieder so bis vorne tief ins Wasser gehen musste, um halt einfach diesen Winkel vom Drillen her da halt zu bekommen, dass ich halt mit der Schnur parat kam. Ja? Was ich eben sagen wollte, war wahrscheinlich das, wo du vorhin erzählt hast, dass du stundenlang in der Watthose da gesessen hast. Ne? Da wird wohl die Angelsituation. Ah, ja, okay, ja, genau, weil einfach ich den Fischen diese vielleicht 5 Sekunden, wo ich aufstehe, in die Watthose schlüpfe, die Watthose hochziehe und dann erst an die Route gehe, ja, klar, nicht geben kann und nicht geben wollte. Ja. Das war mir einfach zu heiß. Das ist ja, wie ich auch gesagt habe, ich gehe bis weit weg von dem Holz, wenn ich so weit laufen muss, bis zu den Routen und so. Genau, genau. Das macht ja auch keinen, das ist ja auch wirklich, tust ja keinem Gefallen mit. Ja, und habe dann wirklich abends dann so zur Dämmerung, habe ich gedacht, Alter, das kannst du nicht bringen. So, das ist nicht geil, das ist auch einfach zu gefährlich, weil bis ich mich nachts aus dem Schlafsack pelle, dann in der Watthose bin, dann an der Route, ist entweder die Route weg, aber der Fisch sowieso. Und habe dann so für mich beschlossen, okay, ich hole die Route nachts rein, ich lege jetzt nochmal Futter drauf
und lass die Rute nachts draußen und leg die Escht erst wieder morgen früh, da ich wach bin und einfach quasi mit Watthose neben den Ruten sitzen kann und brauche halt nur warten, dass wieder einer anbeißt. So. Und das habe ich dann auch gemacht, habe die Rute reingeholt, habe dann das Futterboot nochmal voll gemacht, tatsächlich mit beiden Klappen und bin dann zum Spot gefahren und habe das Boot dann halt quergestellt und habe dann einmal Vollgas gegeben und habe dabei die Klappen aufgemacht, um halt dann einfach nochmal so einen kleinen Teppich zu streuen. Ah, dass du ein bisschen spreaden kannst. Genau, genau. Und ja, bin dann mit dem Boot zurück, habe dann schön lecker Curry King gegessen mit Bratkartoffeln. Und, du widerlicher. Und hab dann erstmal schön gepennt. Und ja, die zwei anderen Routen, kein Biss über die Nacht. Am Morgen lief dann tatsächlich die tiefere Route rechts vom Holz ab. Das war auch das einzige Mal in den 3 Tagen, dass ich da einen Biss bekommen habe. Die, ja genau, da hatte ich einen Schuppi mit 13 Kilo. Und auf einen 35er mit einem 18er Poppy. Da habe ich auch richtig Big Ball gefischt. Und die andere Route in einem anderen Seeteil, die war halt komplett 3 Tage brach. Da kam wirklich nicht ein einziger Pieper drauf. Und ja, ab dem ersten Morgen oder ab dem neuen Morgen habe ich um roundabout 7 Uhr habe ich die Route dann wieder vors Holz gelegt. Ja, und dann war wieder genau dasselbe. Ich lege die Route ab, Futter drauf, komme zurück und es hat wenige Minuten gedauert, bis ich direkt wieder einen Volleinschlag hatte. So, wieder zur Route, Fisch gedrillt, hatte ich einen kleinen, also unter 10 Kilo auf jeden Fall. Dann wieder einen neuen Poppy draufgeschraubt, wieder hingefahren. Dann hatte ich eine Stunde später nochmal einen kleinen. Dann wieder dasselbe Spiel von vorn und das lief eigentlich so den ganzen Tag über, lief das weiter. Ich hatte Bisse konstant, ich habe aber leider auch immer wieder den einen oder anderen Fisch geschlitzt und hatte dann am Freitagnachmittag kam dann noch ein Run und ihr müsst euch wirklich vorstellen, ich war von der Sekunde, wo ich die Klappe öffne, bis zu dem Moment, wo was passiert, auf 100% und komplett unter Strom. Weil du da sitzt und du weißt einfach, jeden Moment schlägt das Tier wieder ein. Ich kann das bestialisch einschlagen, hey. Wieder und wieder. So, du bist dir deiner Sache so sicher. Und ja, ich meine, es war ja offensichtlich, dass ich goldrichtig einfach saß und die Fische einfach da waren und ich auch wirklich diese Blitzbisse bekommen habe. Aber ich war fix und fertig einfach mit meiner Rübe, weil es so anstrengend war, weil du so unter Strom die ganze Zeit bist. Und jedes Mal dieser Kick, wenn diese Spitze sich einfach nur dreht und es nur einmal piept, du direkt an der Rute bist, anfängst zu pumpen wie ein Irrer, nur noch, ich sag mal, die Hand auf dem Spulenkopf hältst, um halt so dagegen zu pumpen. Und mein Herz einfach 3000 Schläge die Minute gemacht hat, weil du so Angst hast, einen Fisch zu verlieren. Du willst ja nicht. Du willst ja auch Abrisse vermeiden. Ne? Um Gottes Willen, natürlich. Und einfach nur hoffst, dass ein Fisch dabei ist, der halt schnell ins Tiefe rübergeht. So. Mhm. Und gegen Nachmittag auf jeden Fall ich wieder voll einen Schlag, stehe da, hab mir wirklich den ganzen Tag den Arsch und die Eier abgeschwitzt in dieser Watthose. Todesätzend, ja. Und Fisch auf jeden Fall aus dem Hindernis rausbekommen, geht ins Freiwasser und steht tief, nur tief. Und du merkst halt einfach, du merkst große Fische durch diese Kopfschläge, dieses Boom, Boom. Und ich dachte nur, alles klar, das auf jeden Fall kein kleiner Fisch. Drill den Fisch, derweil geht der mir rechts nochmal um die Ecke. Ich die Spitze unter Wasser gehalten wie so ein Wahnsinniger. Ich habe schon fast gedacht, ich zerkratze mir den Lack vorne an den Ringen, weil ich die so tief halten musste, weil halt rechts auch überall Büsche waren, die halt jetzt nur mal überspült sind. Ja, also überflutet halt durch das Hochwasser. Hab's auf jeden Fall geschissen bekommen. Fisch kommt hoch, ich sehe den Kopf, sehe die Flanke, sehe die Länge, netz den ein. Scheiß mir in die Hose, als ich in den Kescher gucke und dachte nur, das Fettschwein.
Ja, steckt den ab, auf jeden Fall. Ende 28 Kilo, Sura komplett durchgedreht. Sura komplett durchgedreht. Ich dachte nur so, Alter, das war so hart. Und dann dieser kleine Poppy in diesem riesen Maul, dieser riesige, lange, graue Fisch. Spiegler, oder? Ja, ein Spiegler. Ja, ja. Und so richtig grau, so steingrau. Unfassbar. Unfassbarer Fisch. 28 Kilo. Ja. Ja. Das war so geil. Eieieiei. Da kann man mal klatschen, Respekt, ne? Respekt. Ja, das war so geil. Und ich hatte noch Eiswürfel schön. Ich hatte noch eine Flasche Kaulbach dabei, noch einen leckeren Rosé. Den habe ich mir danach erstmal noch reingeschraubt. Also wirklich, ja, das war todesgeil. Das war todesgeil. Und habe dann auch wirklich erstmal, um das Ganze so sacken zu lassen und um mal wirklich zu chillen, habe ich die Rute auch mal eine Stunde draußen gelassen und habe sie dann nochmal gelegt und habe dann zum Abend hin noch eingefangen. Nochmal einen kleinen. Und ja, dann habe ich die Rute wieder draußen gelassen. Ich gedacht habe, ey, ganz ehrlich, das hat gestern funktioniert und ich bleibe ja morgen noch und ich mache das jetzt wieder. Habe dann wieder mit dem Boot Futter hingelegt und habe die Rute draußen gelassen, habe mir dann schön lecker Essen gemacht. Wobei eigentlich waren nur Nudeln mit Tomatensauce. Und ja, dann dasselbe Spiel wieder von vorne. Samstagmorgen, erster Lichtstrahl, Sura aufgestanden, Käffchen genossen, Rute gelegt, ja, und es ging weiter. Ich habe dann auf jeden Fall noch, morgens hatte ich dann noch einen Fisch mit 17 Kilo, habe leider nochmal eingeschlitzt und dann war es auf einmal so, dass ich hinterm Zelt auf einmal im Gras, ich denke, was ist das, was raschelt da, was ist da, und sehe auf einmal so ein kleines Graugansküken im Gras sitzen. Und die, ganz alleine? Oder? Ganz alleine. Und die ganzen zwei Tage zuvor war halt immer eine Gansfamilie, auch hinter meinem Zelt. Und ich hatte schon gesehen, dass eines der Jungen so ein bisschen gerumpelt hat, was immer so ein bisschen hinterhergelaufen ist. Ja? Und auf jeden Fall war die Familie weg. Ich habe sie dann auch irgendwann am See gesehen und das Junge haben sie zurückgelassen. Weil es halt einfach scheinbar verletzt war und nicht mehr hinterhergekommen ist. So. Ja, dann siehst du dieses kleine Wattebällchen da sitzen und ich dachte so, okay, Bruder, dann komm mal zum Papa. Da habe ich mir den Kleinen da gekrallt und hab den erstmal in den Eimer gesetzt, hab da ein bisschen Gras reingemacht und so. Scotty. Nee. So. Und hab dann erstmal im Internet ein bisschen recherchiert. Und hab dann da Rezepte oder was für ein Stoven? Nee, um Gottes Willen. Nee. How to make a small. Ja, aber was ich damit mache, ja, ich meine, ja, wenn du da auf einmal so ein kleines Rosmarin-Thymian-Soße. So, ne? Was machst du damit, ne? Und ihr glaubt es nicht, ich habe mit so vielen Tierschutzstellen, Tierheimen, Notdiensten und was auch immer telefoniert. Und keiner war zuständig. Ja, nö, haben wir nichts mit zu tun. Nö, können wir nicht. Nö, weiß ich nicht. Und irgendwann sagte mir dann ein, ja, was war das? So ein Greifvogel-Experte irgendwo aus Wuppertal, den habe ich dann angerufen. Und der sagte mir, hören Sie, schauen Sie mal, wer bei Ihnen da in der Gegend der Revierjäger ist. Rufen Sie den mal an. Und der wird ihnen auf jeden Fall weiterhelfen können. Und ich dachte noch so, Alter, ich rufe doch nicht einen Jäger an. Was macht der mit meinem Douglas? Ich habe den Douglas getauft, ne? Ne. Naja, ich den auf jeden Fall angerufen und der sagte, ja, sagt er, ist kein Problem. Und ich habe da jemanden, der peppelt die auf und den können sie mir bringen. Ich sag, können sie den schon abholen? Weil ich bin angeln. Ja, nee, geht nicht und den müssten sie halt bringen. Ja. Dann sag ich so, okay. Da bleibe ich jetzt noch den ganzen Vormittag und chill mit der Ente hier ein bisschen in der Sonne und dann bringe ich den gegen Mittag vorbei. Ja, alles klar. Ja, hab dann derweil nochmal die Rute gelegt. Douglas saß dann auf der Liege in der Sonne und nachdem die Rute dann platziert war, habe ich dann einfach immer mit dem Kescher, habe ich dann versucht Fliegen zu fangen, habe dann auch ein paar Fliegen gefangen und habe die dem halt... Echt jetzt? Ja, war total geil. Und dann habe ich die immer so leicht angequetscht, dass die zwar noch leben, aber halt nicht mehr wegfliegen können.
Boah, und habt ihr dem halt so hingehalten, dass die noch zappeln? Boah, dann ist er richtig bissig geworden. Hat er sich dann die ganzen Fliegen reingezogen, ne? Hat er Hunger gehabt, ja? Ja, voll süß. Dann habe ich Würmer ausgebuddelt, dann habe ich ihm immer so Würmchen hingehalten und so. Der war auf jeden Fall todescool. Ach, weißt du, das hat's da auch in den Carpi WhatsApp-Kanal gepostet mit den Würmern. Ja, 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 ja. Stimmt. Ja, das war richtig cool. Und ich meine, wir hatten auch noch telefoniert, da hatte ich auch noch einen Run, Kauber. Ja, ich meine, wir nicht sogar auch telefoniert, als ich einen Biss hatte. Ja, das ist auch ein Run, ja. Ja, das war total abgedreht. Naja, auf jeden Fall, Douglas und ich auf der Liege. Und ich dachte nur so, okay, komm, gegen Mittag bringe ich dich weg. Und ich sag's euch, wenn der nicht verletzt gewesen wäre, hätte ich den behalten. Auch wenn jetzt wahrscheinlich der eine oder andere denkt so, oh, um Gottes Willen und nein, das darf man nicht. Aber das war einfach so süß, dieses kleine Ding. Ne? Ich hab den dann. Ja, der ist nicht abgehauen, nein, oder? Nein, der ist nicht abgehauen. Der saß dann schön in der Sonne und die schlafen auch total viel. Eine Frau, ich hatte dann so eine Frau vom Tierschutz, die hat mir dann auf einmal bei WhatsApp geschrieben, ja, ich soll doch mal bitte ein Foto schicken und ein Video und bla und bla. Und die meinte halt. Von dir oder von dem Vogel? Ja, der von dem Vogel. Ja, und die sagte dann halt auch, dass man halt darauf achten soll, dass der halt wirklich warm gehalten ist. Also Chick-Pick. Ein Dick-Pick. Kein Dick-Pick. Ich wollte auch gerade eben schon sagen, du sagst, der war so süß. Da habe ich gesagt, ja, aber wenn er gerupft ist, dann ist ja, wie der Otter, ne? Das sieht ja auch nicht so. Sehen sie alle scheiße aus. Ja, nein, auf jeden Fall. Die sagte halt nur so, halt warm halten und wenn geht, halt irgendwie in der Sonne und dass er auf jeden Fall warm hat. Und dann dachte ich so, alles klar, ich nehme jetzt mein Fließhemd. Dann habe ich den da so drin eingepackt, habe den dann in die Sonne reingesetzt. Ja, dann hat der auch geknackt, ne? Das war total süß. Und irgendwann ist er dann aber so völlig apathisch aufgesprungen, hat angefangen zu zwitschern und zu piepen und wollte da raus. Ja, dann habe ich auch gesehen, warum, weil er sich da komplett eingeschissen hat. Mm, unschön. Ja, auf meine Liege und auf mein Hemd. War todesekelhaft. Vor allem, weil ich halt diese Liege habe, wo integrierter Schlafsack oben drauf ist, ne? Bäh. Ja, lecker. Und ich denke noch so, Borsura, und du gibst dir doch die ganze Zeit Fliegen und Würmer, weißt du, das ist doch nicht mal Grasschiss jetzt, ne? Ja. Das verdaute organischer Stoff, richtig widerlich. Ja, ich hatte auf jeden Fall alles weggemacht und ja, hab dann irgendwann auch so beschlossen, so okay, komm, Arschlecken, pack ein, reicht jetzt auch, waren drei unfassbar geile Tage und jetzt bringst du das Küken noch sicher weg. Ja, und hab dann halt abgetackelt, hab den Vogel dann im Eimer so lange geparkt und bin dann nachher halt mit dem zum Auto gegangen und hab mir den dann in den Fußraum reingesetzt. Und der war am Zwitschern da wie ein Wahnsinniger, ne? Die ganze Autofahrt, als ob der mitsingen würde. Das war so süß. Ja, war so süß. Ich bin auf Finch mitgezwitschert. Ja, klar, hab ich laufen lassen. Easy peasy. Super. Ja, super. Naja, ich auf jeden Fall zu den Bauern hingedüst. Und der war leider nicht da. Der war nämlich gerade irgendwie mit dem Traktor am Feld. Der sagte dann, ja, guck mal da, hier rechts neben den Kühen, da ist so ein Raum. Da ist so eine weiße Box, da kannst du erstmal reinlegen. Da müsste auch noch Stroh drin sein. Und hier der Kollege, der kommt den dann nachher abholen. Ich bin aber auch so in einer halben Stunde da. Ich sag, ja, alles klar. Ich gehe auf jeden Fall in den Raum rein. Alter, überall voll die Haken an der Decke. War das so ein Aufhängen, so ein Schlachtraum? Ey, wie im falschen Film. Ich gucke so in diesen Raum, sehe so diese Haken, sehe so Fliesen und denk so, boah. Guck so den Vogel an und denk so, nee, Alter, oder? Aber dann dachte ich so, geil. Was hast du jetzt für ein Wuppertal Chainsaw Massacre. So, nee. Und da habe ich wirklich gedacht so, nee, ich fahre wieder schön mit. Dann muss ich, keine Ahnung, muss ich woanders hinbringen. Aber mein Gefühl war halt nicht so, dass ich dachte, das sieht ja sehr freundlich aus. Dann habe ich aber gesehen, dass in der Ecke auch so eine Wärmelampe war auf dem Boden mit Stroh drunter und so. Und dann dachte ich so, komm, jetzt schieb keine Filme und der ist hier auf jeden Fall gut aufgehoben. Ja, und dann habe ich ihn auf jeden Fall in diese Box reingesetzt, habe mich dann verabschiedet und bin dann nach Hause gefahren. Und hast du geweint? Nee, das nicht, aber es war schon wirklich verrückt, wie dir so ein kleines Tier an einem Vormittag dann doch so ans Herz wachsen kann. Ja, glaube ich. Also, weißt du, so war halt einfach todessüß, ne? Ja. Ja, und dann habe ich meine Session beendet, habe den Vogel abgegeben und bin wirklich happy nach Hause gefahren. Es war einfach schön. Waren einfach geile drei schön. Tage. Sehr fischreich, sehr ereignisreich und vor allem, ich habe es unfassbar genossen, die drei Tage alleine draußen zu sein. Und ja, wie Maui eben schon gesagt hat, das Wetter war einfach nur mega geil.
die Stimmung am Wasser morgens, die war einfach, die Sonnenaufgänge waren ein Traum und also wirklich geil angeln gewesen. Hast du geil geangelt? Ja, war wirklich schön. Ja. Sehr schön. Ja. Schön, Sora, hast du dir verdient. Ja, war richtig hast geil. Hast du dir verdient. Richtig da war geil. Ja richtig was los hier. Glückwunsch zu den Fischen, ey. Ja, super. 28 Kilo. Mega. Ja, mega, vielen, mega. Vielen Dank. Und ich weiß, Schwedes, du wirst mich jetzt wieder auslachen, aber kennt ihr das, wenn man so einen Druckschmerz an der Leiste hat von der Rute? Vom Drillen? Vom Drillen? Weil du die Rute mal so reinsteckst? Ja. Ah, ich bin da ganz gut trainiert. Das drillt nicht so viel. Im Moment. Ja, der kommt auch wieder. Ja. Wenn wir heute angeln wären, hätten wir richtige Gewässer gehabt, hätte er safe einen 75er gefangen. Da muss man ihn mal lassen. Ja, safe. Safe. Ja. Safe. Ja. Ja, ey, da war aber richtig was erlebt. Ich habe sogar noch Nordlichter gesehen. Sehr beneidenswert. Das war auch geil. Die Nordlichter hier in Hachenburg total abgefahren. Mein Gott, was ein Naturschauspiel. Ich habe gesagt, der einzige Grund, warum ich nochmal die Kälte fahren würde, wäre, um mir das anzugucken. Haben wir Glück gehabt hier. Schön. Bin ich auch wirklich sehr, sehr neidisch drauf, muss ich sagen. Vor allem, weil das ja auch das erste Mal irgendwie nach in 20 Jahren ist, dass so starke Sonnenstürme irgendwie auf die Erde kommen. Und das habe ich wirklich verpennt. Also ich muss auch echt sagen, auch wenn er das ein bisschen komisch anhört, aber das war ein emotionaler Moment. Ne? Ich habe da wirklich da gestanden, ich denke, boah, ich habe das so oft auf Bildern gesehen, ich wollte das so, so, so gerne sehen. Und dann ist es einfach, wird es zu mir nach Hause geliefert quasi so. Ja, ne? Ja, voll super. Also, geil. Voll geil, gut. Wirklich. War da auf so einem geteerten Weg zum Wald, da waren sogar noch lauter Rehe um mich rum und so. Ich habe da einfach alleine auf dem Boden gesessen, habe da 3 Stunden in den Himmel geguckt, so abgefahren, wirklich abgefahren. Ja. Treiben lassen beim Polarlicht. Ich muss jetzt mal in das Gekachelte gehen, also für 3 Stunden. Ja. Hala. Yeah. Gehen wir mal kurz in die Pause. Ich wollte gerade sagen, machen wir noch einen Break. Zum Grand Finale, ne? So machen wir das. Bis gleich. Bis gleich. Ciao. Also, ciao. Bock auf Urlaub im Wohnwagen oder Reisemobil? Oder den Ausbau eures Angelautos nach euren Wünschen? Dann seid ihr hier genau richtig. www.caravan-welt.de. Wann in deinem Leben hast du die Chance, für nicht mal 20 Euro dein Angeln grundlegend zu verändern? Wähle deine passende Steinmontage auf fishstone.de und trage zum Gewässerschutz bei. Probiere es einfach aus und bilde dir dein eigenes Urteil. Stein für Stein versetzen wir Berge. So. Sora 28 Kilo, Maui unbekanntes Gewässer umgedreht und ich ein Kraser gefangen. Freiheit. Abzuhörerfragen. Aber Abzuhörerfragen. Rapfland. Aber Peter, red deine 3 Bisse in einer guten Stunde ist auch nicht so runter. Davon kannst du auch ein bisschen zehren. Und du hast vielleicht einen kleinen Jungen dazu gebracht, sich dem schönsten Hobby der Welt zu widmen. Ja. Na, nachdem der das Geschwür gesehen hat, wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, vielleicht hast du auch sein Leben lang therapiert. Ja. Herr Hörerfragenminister. Der MS. Walten Sie Ihres Amtes. Jawohl. So. Was haben wir denn da? Also. Was haben wir denn da? Meine liebe Kapi-Zuhörerschaft, meine lieben Kapitäne. Sicherlich könnt ihr euch ja alle noch erinnern, was ich in der letzten Folge angeteasert habe, was es diesmal zu gewinnen gibt. Und? Wir haben ja noch einen Shrinktuber von der Firma New Direction Tackle hier im Lostopf und den hat gewonnen in der 75. Folge. Sein Name ist Soko Carp bei, ich denke mal, Instagram oder Facebook oder was auch immer. Soko_Carp. Und die Frage kommt jetzt. Die Hörerfrage. Hallo Kapitäne. Frankreich ist das Mekka der Karpfenangler in Europa. Mich würde interessieren, woran das eurer Meinung nach liegt. Sind es die potenziell sehr hohen Fischgewichte oder die Gewässer? Glaubt ihr, dass der Hype in den nächsten Jahren immer weiter wachsen oder wird der Angeltourismus bald rückläufig sein? Meine Meinung dazu.
Für mich macht den Reiz, dort zu angeln, in erster Linie die Größe und die Häufigkeit der Gewässer aus. Außerdem sind die Regeln dort wesentlich angenehmer als bei uns in Deutschland. Ich glaube, dass der Hype immer weiter ansteigt, bis es den Franzosen zu viel wird und sie mit Einschränkungen reagieren müssen. Denn man vergisst immer, dass wir uns da an den Hausgewässern der Einheimischen breit machen. Unter diesem Aspekt finde ich den Trend bzw. Zwang der großen Firmen primär an Paylex zu drehen gut. Ui. Wer will anfangen? Komm, Maui. Ich glaube, wo es herrührt, ist einfach, dass in den 90er Jahren die Fische da einfach größer waren. Ne, die Masse an Fischen, wenn ich überlege, was damals so der Altbestand am Lac Tudère, da konntest du ja in einer Session mehr 30 Quinter fangen wie hier in 10 Jahren. Also du hast sehr große Schwärme an verhältnismäßig großen Fischen gehabt. Ich glaube, für Big Fish musst du nicht mehr unbedingt nach Frankreich. Ich glaube, das ist nicht mehr der Antriebsgrund. Ich glaube, es ist schon so ein bisschen dieses Abenteuer-Ding. Ist auch das, was mich dann ab und zu dahin treibt. Und diese, wie ihr gerade meinte, die Regeln. Ne, du holst eine Karte fürs ganze Land. Das macht alles einfach. Du kannst Gewässerhopping machen. Hier musst du in drei Vereine gehen, damit du irgendwo nachtangeln kannst. Und bist immer an Tageskarten und an komische Regeln gebunden. Ich glaube, so diese gewisse Freiheit zieht die Leute dahin. Ich muss aber auch sagen, also A, habe ich schon öfter auch gesagt, dass ich die Franzosen bewundere, dass die das so in dem Stile quasi mitmachen, ne? Dass quasi ganz Karpfenangel Europa das so als Mekka auserkoren hat. Ich muss allerdings sagen, mich reizt das nicht mehr so arg, weil es einfach auch echt wirklich so überlaufen ist. Also wenn ich mir jetzt die Storys von meinen Kollegen anhöre, die letzten ein, zwei Jahre, die in Frankreich waren, wenn, dann würde ich mich wieder lieber auf irgend so eine, keiner weiß genau, was da los ist, Tour einlassen. Anstatt wieder irgendwo hinzukommen und weiß ich nicht, zwischen 100 Bibis mich da durchfighten zu müssen. So, ne? Du hast natürlich immer Gewässer so, die so ein bisschen im Trend liegen, dann ist da immer viel los. Gibt auch einige, die sind total in Vergessenheit geraten, da ist wahrscheinlich aktuell nicht mehr so viel los, aber ich glaube, so richtig, so dieses Mecker ist es nicht mehr, glaube ich. Ne? Zumindest was die Fischgewichte angeht. Und da ist auch schon viel, einfach viel Angeldruck und irgendwie geht für mich dann nicht mehr so ein großer Reiz von aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber natürlich bist du in einem anderen Land unterwegs und es ist halt ein bisschen abenteuerlicher. Den Aspekt kann ich noch verstehen, aber ansonsten blättert da für mich so ein bisschen der Lack ab, was das anbelangt. Das finde ich ist ein schönes Beispiel zu sagen. Da blättert für mich so ein bisschen der Lack ab. So. Ja, so ein bisschen. Also Genau. Ich habe auch noch ein, zwei Dinge auf dem Schirm, wo ich gerne hin will, wo man kaum was drüber findet und so. Das werde ich auch noch machen. Also ich bin jetzt keiner, der sagt, ich fahre nicht mal nach Frankreich, aber irgendwie ist halt so dieses das ist irgendwie, nee. Also ja, genau, der Vergleich mit dem Lack, der passt wunderbar. Lassen wir mal so stehen. Oder lass ich mal so stehen. Also, ich meine, es ist ja immer noch das Mekka der Karpfenangler, ne? Also liegt zum einen daran, dass du halt, wie du eben schon richtig gesagt hast, an der Karte, du kaufst eine Karte, du kannst fast überall angeln. Das macht das alles relativ einfach und es liegt auch einfach daran, weil Frankreich das Land auf der Welt ist, was die meisten Stauseen hat. Es gibt kein Land auf der Welt, was so viele Stauseen hat wie Frankreich. Und Frankreich hat sich auch mal fälschlicherweise auf die Fahne geschrieben, dass die den Stausee erfunden haben. Aber das waren die Schotten. Ist es so? Ist so. Willkommen ist so. Ja. In Ihrem Bildungspodcast. Nee, aber es ist ja auch nicht so. Die Schotten? Das wusste ich auch nicht. Highlands, Alter, und Berge. Finde ich interessant. Naja, dann kann man auch da guten Stausee bauen. Ich wollte gerade sagen, die brauchen ja auch irgendwo Trinkwasserreservoirs. Aber es gibt wirklich unfassbar viele Gewässer in Frankreich und deswegen wird es auch immer eine Art Mekka bleiben. Es ist nicht mehr das Top-Mekka, weil ich sag mal, mittlerweile dass halt der Trend auch viel zu Paylex hingeht und reine Big-Fish-Angelei ist Kroatien, Slowenien, Italien, Ungarn sind Länder, die ja vorher kaum auf der Uhr waren, ne? Oder wenigstens nicht so erschlossen waren. Ne? Ich meine, klar, in Ungarn wurde schon immer auf Karpfen geangelt, klar, Italien auch, aber noch nie so erschlossen, wie es jetzt in dem Moment ist. Also will ich von Kroatien und Slowenien gar nicht reden, da hat man früher gar nicht dran gedacht. Ne? Ja, aber das stimmt. Trotzdem, also
trotzdem, es gibt so viele Gewässer in Frankreich, die noch, sag mal, unter dem Radar laufen, weil es ist, meines Erachtens sind zwar mehr geworden, weil auch Franzosen mehr angeln und auch viel mehr hinfahren, aber es ist nicht so viel mehr los an den Gewässern wie früher, weil es sich alles immer nur auf eine Handvoll Gewässer konzentriert. Immer. Na, was ich eben meinte mit 10, die im Trend. Genau, hast du ja eben schon so angeteasert. Genau. Dann hast du so die 10, 12, 15 üblichen Verdächtigen, wo sich alle tummeln, und dann hast du zwei Seen, was ich im 50 Kilometer Umkreis, und das ist kein Schwanz. Und die wirst du immer haben. Immer. Aber um jetzt wirklich einen Rekord zu fangen, ich glaube, da bist du in Deutschland fast besser aufgehoben, oder? Ja. Für die Engländer ist ja Deutschland zum Beispiel Big Fish Land Nummer 1 in ganz Europa, ne? Ja? Ja, ja, ja. Okay. Es gibt ja auch einige Engländer, die mittlerweile rüberkommen zum Angeln, die auch hier in Vereinen sind und so. Und für die, aber die sagen auch immer, oh, Deutschland ist aber auch hier difficult, ne, wegen hier Verein und du da und hier. Ja, ja, ja. Und das ist halt für diese, sind alles so Clubwaters, ne? Und die Strukturen finden die auch ein bisschen strange irgendwie, ne? Und die sagen halt auch, ich glaube sogar Nick Helle ja, hat das mal gesagt, so nach dem Motto, so die Deutschen haben krasse Gewässer, aber die lassen da keinen ran, so nach dem Motto, ne? Die passen da ein bisschen besser drauf auf. Was jetzt eigentlich ja nur durch diese Vereinsstrukturen da ist, die ja, so nicht kennen. Ja, da dran das ist ja nicht, also, wollte ich gerade sagen, das ist ja nicht böse gemeint so in dem Sinne, ne? Das ist einfach nur andere Strukturen, die wir hier haben, so, ne? Wie in Österreich zum Beispiel fast alles privat ist, ne, und die Leute ihre Plätze untereinander tauschen, so hast du halt hier fast nur Angelvereine. Das ist halt so. Das ist in Österreich wirklich viel, dass die da wirklich so Privatplätze auch an den Seen haben, ne? Total. Also gibt es so klassische Angelvereine gibt es da kaum. Dann hat der da eine Parzelle und der da, und dann sagst du, ey, du kannst bei mir angeln und ich kann bei dir angeln. Das ist ganz viel so auch tauschen untereinander, so, ne? Ich mal bei dir, du mal bei mir, wie in einem Swingerclub. Ja. Plätze swingen. Aber was ich interessant finde, ist der letzte Satz, den der Soko geschrieben hat, Soko-K, dass die Firmen ja jetzt immer mehr an Palex filmen und die Leute so an die Palex ziehen. Ist das immer das Richtige, was gezeigt wird, wenn du nur am Palex drehst? Ich meine, die Gefahr ist, wenn du als große Firma da an einem unbekannten, geilen Gewässer drehst, es wird sofort überlaufen. Es ist so. Ja. Das ist wie die Leute, die schalten das Hirn aus, die fangen nur 16, 17 Kilo Karpfen, das sind jetzt okay, geile Fische, aber gefühlt ganz Deutschland rennt dahin. Obwohl die fahren tausende von Kilometern dahin und umfahren halt die besten Gewässer auf dem Weg, aber die müssen an das Gewässer, wo Firma XY gedreht hat. Das ist ja, das, stupide. Das schafft halt ganz schnell Trends, ne? Schafft natürlich auch Begehrlichkeiten, kann ich auch verstehen. Und ich kann auch verstehen, dass so mancher, der jetzt, also ich würde mich schon mal in so ein Abenteuer reinstürzen, aber viele wollen auch so ein bisschen so eine Sicherheit im Urlaub haben. Also ich kann es verstehen, meins, so wäre es nicht wirklich, dass die Firmen das machen, ja, schwierig. Also ich habe ja auch gesagt, ich würde ja auch eigentlich, ich hätte viel mehr Bock, wieder was auf YouTube zu machen, aber ich will auch nicht zeigen, wo ich angel. Jetzt, wo ich war, habe ich gesagt, so an dem See, der da quasi privat ist, ne, da könnte man mal wieder was filmen. Ich tue mich da auch schwer mit. Ja, ich kann verstehen für die Firmen, dass die sagen, ey, wir haben keinen Bock auf Theater, wir haben keinen Bock, dass die ganzen Locals uns hassen, dann gehen wir halt irgendwie an Paylake, der Paylake-Besitzer freut sich noch für die Werbung, ne, und das ist schon irgendwie so eine Win-Win-Situation. Ich persönlich würde auch lieber mehr Content von freien Gewässern sehen, aber das ist dann halt wieder das zweischneidige Schwert, dass die dann halt auch einfach überrannt werden, ne. Ja, es zeigt, also ich sag mal, eigentlich müssten freie Gewässer sein, weil das zeigt, da kannst du halt nichts vorbereiten, großartig, weißt du, da kannst du nichts absperren, da bist du wie alle anderen. Ja, das stimmt. Und dann können dann die Top-Team-Angler auch zeigen, was sie drauf haben. Ja, da hast du. Ob Angeln wirklich können ist oder doch mehr Glück. Da hast du natürlich nicht ganz Unrecht. Aber das ist ja die Frage dahinter, welche Intuitionen haben halt dann jetzt in dem Beispiel die Firmen, geht es sich darum, dass die sagen, ey, wir machen das, weil wir halt einfach die öffentlichen Gewässer nicht so medial da breit treten wollen, um halt so den Fokus auf die Gewässer zu bringen, oder machen wir das halt, weil wir einfach uns der Sache sicher sein wollen, um halt auch einfach abliefern zu können. Das
Ne? Das kann man sich jetzt drüber streiten. Also ich glaube, wenn alle ehrlich sind, dann letzteres, oder? Ja, also ich sag mal so, ich glaube auch, es wurden in der Vergangenheit wurden sicherlich Videos produziert, wo ganz klar gesagt wurde, ey, nix fangen ist einfach keine Option. So, wir müssen halt einfach abliefern und das ist halt einfach das Kriterium und dann muss man halt schauen, okay, wo kann man das machen? Oder sicherlich wurden auch Filme produziert, wo gesagt wurde, ey, wir machen das halt ganz bewusst hier, weil wir wollen halt einfach klar haben, wir treten hier keinem auf die Füße. Da kann jetzt jeder für sich selber entscheiden, ne? Aber ich meine, das war jetzt ja nur eine Unterfrage oder ein Kommentar. Ich wollte gerade sagen, genau, damals schon. Genau, das ist jetzt auch ein. Genau. Aber nochmal zum Mecker Frankreich. Also, ich finde, Frankreich ist immer noch das Nonplusultra. Immer noch. Das ist einfach mystisch, das ist einfach kultig. Da gehört Frankreich dazu, da wird Ungarn oder Kroatien oder Slowenien nicht hinkommen. Niemals. Nee, das ist eine andere Art. Aber was ist denn mit den grenznahen Ländern? Weißt du, also so die Benelux-Länder. Ich meine, da ist es ja genauso wie in Frankreich. Du kaufst dir eine Karte und du darfst eigentlich so gut wie überall angeln. Und da ist mindestens genauso viel Wasser. Ja, aber die Fischgrößen sind halt nicht so, ne? Das stimmt. Ja. Aber ich muss persönlich sagen, ich finde beispielsweise, gerade was so die Videos angeht, so die Produktion, so ein Video wie letztes Jahr hier der Jakob Mehltreter von Hammer Tackle rausgebracht hat, wo die in Amsterdam angeln waren, Karpfenangeln und dann halt auch in Gesundheit. Das hab ich sogar im Kino gesehen damals. Ja, so und dann halt in so einem Wurfzelt da irgendwo am Hafen rumhängen und angeln und finde ich persönlich, mein persönlicher Geschmack, finde ich 100-mal geiler und mystischer und ansprechender als das 150. Video von irgendeinem Stausee in Frankreich. Das stimmt. Wo irgendwelche 20 oder 25 Kilo Fisch in die Linse gehalten werden. Gibt es denn so viele Videos von französischen Stauseen? Ich weiß gar nicht, gibt es gar nicht so viele, oder? Ja, das gibt schon. Ich auch. Du darfst ja jetzt nicht nur die Videoproduktion der großen namhaften Firmen sehen, aber Internet ist ja auch... Stimmt. So. Stimmt. Ja. Und, aber Marian, das ist auch eine Frage der Dosis wieder, ne? Ich mein, ja, voll. Wenn du jetzt 15 Videos aus Amsterdam gesehen hast, so, ne, dann sagst du auch, oh, dann ist mir der Stausee wieder lieber, ne? Das ist oft keine Frage. Eine Frage von Angebot und Nachfrage. Und dann sticht es halt wieder raus, ne? Und das ist ja das, wo ich jetzt auch manche Firmen und vielleicht auch Privatleute oder Leute, die so aus dem eigenen Antrieb raus sowas filmen, so ein bisschen überlegen, ey, was können wir mal noch anderes machen, ne? Das finde ich eigentlich auch einen ganz guten Ansatz, weil im Prinzip wiederholt sich das ja auch alles irgendwie, ne? Also ein bisschen wie mit den Angelmagazinen, du hast dann immer, ja, jetzt ist Aalzeit und im Frühjahr dat und jetzt ist die Schonzeit rum und im Sommer Schwimmbrotkarpfen, das ist alles irgendwie... wiederholt sich das halt auch in den Videos. Die Thematik ist immer ähnlich, ja. Aber wenn man sich Mühe gibt und sich wirklich mal, wenn man das mit Herzblut macht, dann wird es immer was. Ja, anderes. Ja, du kannst auf jeden Fall da immer noch aber wenn man nur rausholen. Abliefern muss, Quantität statt Qualität, ja. Ist halt immer Einheitssuppe. Ne? Ja, das ist, glaube ich, nicht jetzt die Frage gewesen. Genau, nochmal. Wir kommen nochmal auf dieses ne? Mecker und wo kommt es her. Marian, was hast du denn so? Also ich meine, ich kann mich da jetzt auch oder will mich da oder muss mich da auch kurz halten. Ihr habt jetzt schon wirklich intensiv und mir auch viel vorweggenommen, was so auch meine ersten Gedanken dazu waren. Natürlich ist es aufgrund der Gewässerauswahl, der Größe und man muss halt einfach sagen, was Peter gerade meinte, aufgrund der wirklich überdurchschnittlichen Gewichte der Karpfen ist es nach wie vor das Nonplusultra. Und ich kann wirklich jeden verstehen, der halt gerade so Jungangler, die halt sagen, ey, mein Traum ist es mal nach Frankreich zu fahren. So, und auch dieses Gefühl zu haben, ich muss mal nach Frankreich gefahren zu sein. Ich finde es halt dann nur immer schwierig, wenn es so auch vorgegeben wird, so dass halt dieser Eindruck entsteht, dass man das irgendwie machen muss, um irgendwie mitreden zu können, so, ne? Aber nach wie vor kann man da halt einfach sagen, ganz klar, aufgrund der Gesetzeslage dort und gerade was halt die Lizenzen angeht, in Zusammenhang mit
Gewässerdichte und Fischgrößen ist es nun mal das Nonplusultra. Das ist einfach so. Ja, bleibt auch so. Bleibt auch so. Bleibt auch so. Punkt. Ich glaube, ich war dieses Jahr auch nochmal. Ich habe da so einen kleinen Plan. Die Namen bleiben. Ja. Lactodea, Orient. Na, natürlich. Ich meine, da ist ja Geschichte Sanadu geschrieben worden, so, ne? Mosel. Also, das ist gar keine Frage. Ja. Das wird immer und ewig bleiben. Ja. Immer und ewig. Aber diese Gewässer sind halt einfach nur die Spitze des Eisbergs, was Frankreich angeht. Das ist einfach so. Ja, ist ja auch. Ja, ja. Und oft auch nicht die besten, ne? Ja. Ja. Aber man muss halt auch sagen, auch gerade was du eben meintest, Peter, dieses, es grenzt sich dann halt immer so auf diese 15 gerade gehypten Gewässer an. Da sage ich auch ganz ehrlich, habe ich auch gar keinen Bock drauf, so dieses Gefühl zu haben, ich fahre da hin und treffe da wahrscheinlich mehr Einheimische als bei mir zu Hause gerade am Wochenende. Ja, deswegen hast du ja auch im Dezember direkt in Salagu angesteuert, ne? Lag auf dem Weg, aber da muss man... Guck mal, hat er sie jetzt schön zurechtgelegt. Ja, ne? Da muss man... Weißt du, wie Ronaldo in Elfmeter. Da verläuft es sich aber zum Glück ja auch ein Stück weit mehr. Ne? Aber es gibt ja auch nun mal Gewässer, wirklich, wo du in den Zonen sitzt mit 3, 4, 5, 6 und wirklich dann wie die Hühner auf der Stange. Ah ja, Dicker, und es gibt doch immer noch Leute, die sitzen hinter dir und warten, bis du abtackelst. Ja, so. Das ist abartig. Hat's aber auch schon vor 25 Jahren am Duder, habe ich auch schon gemacht. Ja, nee. Habe ich auch schon am Orient gemacht. Ich will das alles auch nicht werten. Ich sag nur, das hast du, ne? Klar, an den Gewässern stapelt sich es dann schon, ne? Ja. Alter, verrückt. Verrückt. Ja. Ist so. Ja. Ja, Jungs. Schön. Sura, was gibt's denn bei der 76. Folge aus deinem kleinen Repertoire der Hörerfragenpreise? 76. Folge haben wir unserem guten Freund, dem Helmut von der Firma Baitservice Straubing, ein Baitpaket haben wir klar gemacht für euch. Und zwar von den neuen Natural Corn Boilies. Oh, die Popcorn. Die Popcorn. Der Popcorn. Die Oldschool Popcorn Kino Boilies. Genau, genau. Der Helmut Kino Range. Genau. Der Helmut hat nämlich so eine Natural Corn Range rausgebracht und ist ein kompletter Kohlenhydrat-Boily, der, ja, wie er selber sagt, so einen richtigen Oldschool-Touch hat. Und da haben wir 2x3 Kilo, 1 Kilo passenden Backmix, einmal 500 Milliliter das Liquid und Hookbaits noch 1 Kilo und noch die Corn Drops, also noch passende Pop-Ups dazu. Die sind geil, ey. Die sind verschiedenen Größen, ne? Ja, die haben... Und so oval, genau, sind die, genau, ne? Genau. Da habe ich zum Beispiel auch am Wochenende mitgeangelt. Er hat ja nicht nur diese Korn-Drops, sondern auch diese Tigernuss-Drops. Ja. Und die sind richtig geil. Aufgrund dieser ovalen Form und halt auch dieser hellbraunen Farbe. Geil, über einer Tigernuss. Ja. So, ihr lieben Leute, ist spät geworden. Kurz vor 12. Ja, sehr spät. Tut mir leid, dass ich relativ ruhig war. Ich bin echt fertig von dem scheiß Heuschnupfen. Glaube ich dir. Trotzdem. Die 75. Folge haben wir hier hinter uns gebracht. Ich freue mich, wenn wir uns bald treffen und dann so ein bisschen das nachzelebrieren werden, ne? Ja. Alter. Ja. Also. Da können wir einfach, wenn es bei der Aufnahme wieder regnet, eine Plane über Marian Trottpott spannen und dann mit allen Mann uns untersetzen. Also. Bis zum nächsten Mal. Wie schön. Bis zum nächsten Mal. Ihr lieben Leute, es war mir wie immer eine Ehre. Also. Bis bald. Haut rein. Also, ciao. Schlaf gut. Ciao, ciao. Ich bin raus. Ciao, ciao. Danke fürs Zuhören. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bei eurem Kapi-Podcast.